Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Beef Junior Folge 7 Mario Strikers. Da freue ich mich ja fast mit am meisten drauf. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns an, was passiert. Florentin liegt natürlich noch in Führung. Muss sich vor allem auch noch einiges ändern. Vor allem für Fabian. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Meine besten Freunde. So, Rückblick. Letzte Folge, das war die sagen, Getting Over ich It. Ich bring meinen Joker gar nicht. Was redet die ganze Zeit? Wir haben eigentlich gesagt, ne, dass der Moderator gewonnen hat das letzte Mal. Nur noch 3 Spiele, 3-mal kommen wir hier zusammen und danach wahrscheinlich nie wieder. Bin mir ziemlich sicher, ja. Ein Punkt ist auf jeden Fall drin, wegen Fabian, der kann das ja nicht. Und es ist soweit, meine Damen und Herren. Ich zieh den Joker. GLAF, Leute, let's go. Florentin, willst du deine Nee, das war das letzte, gar nicht Getting Over It. Hier, Splitgate. Splitgate. Ja, da hat Florentin richtig rasiert. Ich meine, bei Getting Over It auch. Aber da hat er richtig rasiert. Ich hab zwei! Elementiert von Florentin beide. Stimmt. Ich flipp komplett aus. Oh, Florentin, du! Warum bin ich denn jetzt wieder aufs Spiel gefallen durch was? Ich bin doch nicht im Nahkampf getötet worden. Diese Waffe, ey! Nein! Yes! Gut, das Tode nicht zählen, weil ich renne da einfach immer irgendwo rum und dann werde ich getötet. Ich hätte was zur Hölle? Ah, geh durchs Portal! Geh durchs Portal! Ich höre mich selbst nicht auf den Ohren, deswegen kann es sein, dass ich irgendwie so ein bisschen lauter bin. Nee, war angemessen. Ah, bam. Schön, Florentin. Alter, du checkst dieses Positioning so gut auf diesen Maps. Dankeschön. Kennst du die Maps? Nee. Na gut, brauche ich einen besseren. Boxe ich dich halt, um wenn ich dich nicht erschießen kann. Nicht. Hast du mich wieder runtergeboxt? Klar. Auf null? Null! Ja, dann bleib halt auch weg. Ich wage es kaum zu prognostizieren, aber es könnte sein, dass ich Zweiter geworden bin. Ja, auf jeden Fall. Diese Null-Geschichte liebe ich. Ja, ich bin mit der Zeit schlechter geworden. Ja, überraschender zweiter Platz damals zu Fabian. Erste Runde noch ein bisschen und dann war ich richtig. Ich hab wieder eingesetzt! Und damit werden meine Punkte. Das ist doch nicht wahr! Verdoppelt! Alter, 5, 6. Oder müssen wir echt aufpassen? Da müssen wir fürs nächste Mal eine größere Röhre kaufen. Ne? Das ist natürlich jetzt ein Problem. Tut mir leid für die Produktion. Und jetzt kommt natürlich ein Fußballspiel. Da hat Florentin eigentlich gar keine Aktien drin. Und Fabian weiß ich nicht, glaube auch nicht. Ja, Nina weiß ich auch nicht. Also da muss Gunnar gewinnen. Wobei, ich muss sagen, das Mario Strikers hat mit Fußball jetzt nicht so viel zurück, zu tun. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem wunderschönen kleinen Beefhaus. Wir sind zurückgekehrt nach unserem kleinen Ausflug in die wunderbare Welt des PC-Videospiels. Sind jetzt wieder zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Hallo, ne? Hallo, ja. Na? Ja, jetzt wieder diese Controller-Scheiße, ne? Das ist natürlich schwierig. Schön, aber dich so gut lief am PC, ne? Ja, nicht völlig in Ordnung für mich, hä? Hast du cool? Da muss Gunnar eigentlich den Joker setzen. Hast du bei Splitgate gewonnen? Nee, es geht darum, dass du verloren hast. Ob ich gewinne, ist für mich zweitrangig. Guck dir mal an, mit ihren 3 und 4 Punkten, wie die da... 3 und 4 Punkten, ich bin 3 entfernt von Gunnar, junger Mann. Ja, wir haben noch 2 Spiele vor uns. Es kann tatsächlich noch viel passieren. Es gibt noch 2. Also ganz kurz, wenn Gunnar den Joker setzt und gewinnt, dann bekommt der 6 dazu, ne? Was hat er? 3, 6, 9. Hat er 10? Wenn er 6 dazu bekäme, hätte er 16. Und Florentin hat er schon was? 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16. Also, wenn Florentin letzter wird und Gunnar den Joker setzt und gewinnt, dann werden sie gleich auf. Habe ich das richtig gesehen? Joker in der Hinterhand, die noch nicht gezogen wurden. Janina und ich haben unseren schon gezogen, ihr beiden noch nicht. Da können also noch viele Überraschungen kommen. Ich bin gespannt und mal schauen, wie es heute ausgehen wird. Denn es ist wirklich noch nicht sicher. Wir haben alle die ganze Nacht gerechnet, die Rechenschiebe hin und her geschoben und da ist noch gar nichts sicher. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir noch 2 Spiele vor uns haben. Welches davon wir jetzt als erstes spielen werden, das wollen wir natürlich alle wissen und das sehen wir jetzt in der Matz. Mario Strikers Battle League Football. Holt eure Schienbeinschoner und Stollenschuhe. Aber ich hoffe mal, die spielen One-on-One, weil diese Tour-on-Two-Scheiße ist so random. In Mario Strikers Battle League Football muss zwar auch das Runde ins Eckige, aber die fiesen Fouls, schwer haltbaren Hyperschüsse und das gemeine Handspiel machen die Liga von Mario, Bowser, Rosalina und Co. bedeutend gefährlicher. Klingt nach dem perfekten Nährboden für Beef. Wir stellen für diese Disziplin einen 1-gegen-1 Turnierbaum auf mit 4-minütigen Matches. Ja, nach immerhin. Einer Niederlage können sich die Spielerinnen und Spieler durch das Losers Bracket kämpfen, um im Finalduell nochmal angreifen zu dürfen.
Um dabei jedoch die erste Niederlage wieder gutzumachen, muss der oder diejenige gleich zweimal siegen. Insgesamt ergibt das rechnerisch also 6 oder eben 7 Fußballmatches mit Bananenschalen, Panzern und anderen Überraschungen auf dem Feld. Also stellt die Teams zusammen und Anpfiff. Finde ich gut, dass man nicht nach einer Niederlage sofort raus ist. Das hätte man für Call of Duty sich auch überlegen können. Ich war einfach super schlecht. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich weiß auch, dass ich viele Leute enttäuscht habe. Splitgate war wunderschön für mich. Ich habe es nicht gewonnen, aber ich bin Zweiter geworden und ich will das nicht zu oft betonen. Ich habe im Controller gespielt. Florentin natürlich wieder überragend, auch in dieser Disziplin. Ich habe im Controller gespielt. Also rot ist Stress. Warum? 100 ist das Maximalste, die obere Linie. Das war die letzten Folgen. Ich muss was tun. Hab nicht nur Motivationsvideos auf YouTube geguckt, sondern für 12 Euro im Monat ein Abo abgeschlossen bei einer Meditations-App. Habe ich mir gestern noch reingefahren. Wenn ich mir dazwischen reinfahre, ich klinke mich jedes Mal aus, weil die letzten Spiele sind wichtig. So weit entfernt von Gunnar bin ich nämlich gar nicht. Denn Janina ist am Start, ja. Kommen jetzt die Einblendungen, wo ich rumschreie. Was? So lädt die Waffe so lang nach! Nee, war angemessen. Ich hab mit dem Controller gespielt. Warum spielst du mit einem Controller? Ja, du bist ein Konsolenspieler, aber das ist doch echt einfach lame. Kampf Splitgate mit Controller. Des Gegners. Das gelang mir letztes Mal ja ganz gut. Splitgate hat gut funktioniert, mein Masterplan ist aufgegangen. 6 Punkte für mich. Gunnar ist mir auf den Fersen. Es gibt jetzt noch ein Spiel, wo er wahrscheinlich die 6 Punkte erlangt. Dann sind wir bei 16, 17. Das Mario Strikers ist jetzt wirklich fast schon die Entscheidung. Als ich ihn heute Morgen getroffen habe, da saß er schon vor Beginn der eigentlichen Arbeitszeit mit einer Switch, da hat er noch gespielt und so. Mario Strikers kann ich gar nicht. Jetzt die letzten beiden Spiele sind wirklich meine Achillesspiele. Ich hoffe, dass durch irgendeinen dummen Zufall die schnell gepaart werden. Gunnar fliegt runter, ist dann im Losers Bracket. Ich habe da schon sehr viel geübt. Also ich bin jetzt nicht so gut, dass ich die schweren Gegner besiege, weil Fabian sagt ja immer, ja, er hat alle Cups schwierig durchgespielt. Die besiege ich jetzt nicht, aber ich bin, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, dass ich das kann. Ich habe die Vorgänger viel gespielt. Ich habe den Teil ordentlich viel gezockt, auch online. Und Florentin hat es halt immer vermieden, glaube ich, in dieser Staffel irgendwo mal einen Controller anzufassen. Andere. Okay, warte mal. Das ist natürlich jetzt echt dann für Gunnar sehr unangenehm, weil er muss sein Joker-Spiel gewinnen. Sonst braucht er gar nicht mehr. Gut, er könnte für rein theoretisch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit 2 Siegen, wenn er 3 Punkte bekäme, auch noch auf 16 kommen. Dann müsste Florentin zweimal Letzter werden oder sowas. Aber dadurch, dass Fabian, der nichts gerissen bekommen hat in dieser Staffel, ausgerechnet in diesem Spiel gut ist, was eigentlich auch Gunnar läge, ist es vielleicht, wenn er den Joker jetzt nimmt, muss er gewinnen. Aber auf der anderen Seite, er muss den Joker nehmen. Ich weiß gar nicht, was das letzte Spiel ist, aber er muss ja eigentlich den Joker nehmen. Das ist ärgerlich für Gunnar, dass Fabian das Spiel kann. Jetzt fällt mir gerade ein, bei Windjammers hat er mich auch geschlagen. In Mario Strikers glaube ich, dass Gunnar der Favorit ist. Im ganzen Beef glaube ich auch, dass er noch aufholen kann tatsächlich, wenn er sich nicht schlecht anstellt. Joker noch nicht, aber im letzten Spiel muss ich es halt reißen. Ja, jetzt wird Fabian Käufer einziehen. Ich hoffe, er wird 0 Punkte bekommen. Das ist mein persönliches Ziel. Wer aufgepasst hat, weiß, es gibt noch 2 Joker. Und völlig unrelated dazu habe ich hier noch was hinter dem Baum stehen. Das ist natürlich keine Überraschung. Hier wird heute mein Joker zum Einsatz kommen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Doch. So, da sind wir wieder. Es geht jetzt gleich okay, los. Okay, 6, dann wäre er bei Turnierbaum, als wir das kennen. 10, es werden naja. Jetzt erstmal die beiden Paare gewinnen kann er eh nicht zufälligerweise mehr. Mit unserem wunderbaren Spot ausgewürfelt. Das heißt, wir sehen gleich 2 Namen, die werden das erste Halbfinale dann spielen, die übrigen das andere. Und es gibt aber diesmal, anders als bei Call of Duty, noch ein Losers Bracket, wo, wenn man das erste Spiel verloren hat, nochmal zurückkommen kann. Hätte ich auch gern gehabt. Aber so ist das Leben eben nicht. Und dann lass uns doch. Hätte ich gern gehabt. Du hast doch gewonnen. Ja, aber ich hätte gern nochmal gegen einen Loser nochmal gespielt, um nochmal zu gewinnen. Ah ja, gut, also gar nichts gebracht hätte, aber okay. Wir schauen uns mal an, wer das erste Spiel spielen wird. Die ersten beiden Spieler Florentin. Werden festgelegt. Gegen Fabian. Wir sind sehr überrascht, wer es jetzt wirklich sein wird. Also ihr müsst es so vorstellen, wir sehen das da. Deswegen gucken wir alle mal da. Ach nee. Es ist Fabian. Oh, wenn jetzt Gunnar kommt, dann ist es schon, obwohl es ja Losers Bracket. Werden, natürlich. Ja, auf gar keinen Fall. Okay. Jetzt will natürlich niemand dran kommen. Jetzt Fabian? Natürlich Fabian gegen Gunnar wäre ideal, ne? Damit ihr euch schon verbraucht und abwetzt. Ja, und das irgendwie so nichts bei einem Losers Bracket. Ja, aber das ist irgendwie so eine Das muss eigentlich Florentin werden jetzt. Janina. Ist okay. Ja, das ist Janina. Auch okay. Also, erstes Match. Wenn da noch irgendwas rechnerisch möglich sein soll, dann darf ja. Bitte, nehme ich mal an. Das finde ich gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Florentin nicht mehr viel holen. Und wenn er jetzt gegen Fabian gematcht wäre. Spannend. Ja,
Gunnar, stiege natürlich die Chance auf 0 Punkte für Florentin, aber na gut, jetzt muss er gegen Gunnar halt ran. Hat Gunnar alles in der eigenen Hand. Weil ich habe mich sehr gern ausgeblendet, muss ich sagen. Oh, okay. Ja, das geht natürlich nicht. Das geht hier nicht. Nee, jetzt muss ich das in meinen Zen-Modus machen. So, interessante Entscheidung natürlich jetzt, wie stellt man sein Team zusammen? Man kann generell 4 unterschiedliche Charaktere nehmen. Aufpassen, dass die keine Ausrüstung nehmen, ne? Ja. Jeder hat natürlich unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ich habe gehört, es ist immer ratsam, ein ausgewogenes Team zu bauen. Also einer, der gut verteidigen kann, einer, der schnell ist, einer, der gut schießen kann. Die beiden machen das hier natürlich meisterlich. Und ja, ähnlich aufgestellt. Storyfreak ist das nicht mehr anzusehen, dass hier Mario und Bowser. Ich nehme Orange. Genau, Orange und Lila gestreift. Die Comets gegen die Scramblers. Jetzt bin ich gespannt, ja, wie gut Fabian ist. Scramblers. Hat er schon ganz schön viel Vorschusslorbeeren auf sich selbst ausgeschüttet. Das bist du doch gar nicht. Welchen Joker denn? Ach shit, ich habe ja noch einen Joker gehabt. Tag, habe ich total vergessen. Ach ja, jetzt natürlich. Hätte auch ruhig sagen können, weil es kann ja niemand beeinflussen, ob er gewinnt. Ich bin lila rechts. Das ist gut bei einem One-on-One. Hallo, jetzt warte halt wenigstens mal, bis wir die anderen hier fertig gemacht haben. Können wir jetzt weitermachen? So, Janina ist lila. Man könnte auch Jalila sagen. Jalila? Ah, oh, sehr gut. Ah, oh, so herrlich. Oh. Ah, sie macht das ganz gut. Also, sie lässt was den Ball laufen. Diesen Pfeil, den man auffällt, das ist das Tackling. Wow, oh, okay, da wollte sie direkt einen super Schuss. Das war natürlich gierig. Muss man aber auch aufladen. Natürlich, je länger man auflädt, desto stärker. Der Gegner kann dann noch ausweichen im richtigen Moment. Aber also es hat nicht so schrecklich viel mit Fußball zu tun, ne? Kann man da so ein bisschen versuchen, das zu antizipieren und auszuweichen. Genau, wenn man das perfekt macht, dann sieht man wieder, so einen kleinen Boost nochmal, wenn man perfekt ausweicht. Ah ja, im richtigen Moment, genau. Generell bei Mario Strikers ist es so, dass jede Fähigkeit auch perfekt getimed werden kann. Also jeder Pass, jede Passannahme zum Schuss. Das stimmt. Und immer wenn man es perfekt timet, dann kriegt man nochmal so einen Bonusboost und dann schießt er schneller oder läuft schneller. Ah, ich hab dich angespielt. Also jede kleine kann auch noch mal ein bisschen Effektivität rausholen. Genau, dann gibt's die jetzt hat Items natürlich. Genau, jetzt Fabian die Chance auf einen Superschuss. Und Fabian hat jetzt die Hyper Orb eingesammelt. Jetzt sind alle Spieler spielt ein bisschen auf Zeit jetzt hinten rum. Völlig richtig. Macht sie gut. Wieso schießt du denn nicht? Er hat so 20 oder 30 Sekunden lang die Möglichkeit, einen Hyperschuss zu machen. Wenn er den landet, kriegt er sogar 2 Tore. Und er ist super. Sehr lange auf. Ah, okay, hat er doch nicht. Vielleicht sehen wir das überhaupt mal in dem Spiel. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen. Aber sehr lange torlos. Das Spiel ist die Partie schon vorbei. Und noch kein Tor gefallen. Bisschen enttäuscht von Fabian, tatsächlich. 4, wenn ich mich erinnere. Ja, Nina macht das gut. Sehr geduldig. Das war ein gutes Item von Fabian. Die ganz klassischen Items, roter Panzer, Ziel. Jetzt ist es gefährlich. Super, super gut gemacht. Super Verteidigung. Ja, jetzt musst du aber auch mal was machen. Schieß doch mal. Die schießen halt einfach nicht. Baller doch mal rein. Gibt ja manchmal einen Abpraller und so. Sehr brutales Spiel. Viele Tacklings, viele in der Mitte. Und jetzt holt er sich wieder den Orb. Den sich Fabian hier nochmal so defensiv spielen. Die schießt nicht, ne? Man kann den Hyperschuss nur anwenden, wenn man in der gegnerischen Spielhälfte ist. Jetzt, also ab jetzt wird er wahrscheinlich. Oh Gott. Macht er aber gar nicht. Schöner Torschuss. Da hat er ihn perfekt geschossen. Ich verstehe diese Schussfaulheit nicht. Oh, wenn du den jetzt nicht gemacht hättest. Baller doch einfach mal rein, ey. Schieß doch mal! Wenigstens mal geschossen. 1:30. Wow. Ich schön. Direkt in die Banane. Schieß! Mach irgendwas! Voll aufgeladen aus hoher Distanz. Einfach ballern! Ballern! Oh, das könnte gefährlich werden! Der ist drin. Oi, schön. Ja, einfach mal geschossen. Das ist schon mal so bei Mario, bei dieser Mario Strikers Geschichte, dass du diese, also von rechts aufs obere Eck oder von links auf rechte obere. Was? Eck? Was ist das? Reminder? Fabian, meine. Danke ausrichten. Was? Okay. Aber das ist die typische Mario Strikers Position, aus der heraus man immer gute Tore erzielt. Aber Janina muss einfach mehr schießen. Und diese Banane, warum? Hat mich immer schon gefragt. Ich glaube schon. Ach, die schießt einfach, das macht mich wahnsinnig. Das ist, was machst du? Du liegst zurück! Sie will defensiv spielen, ja, aber. Super Schuss aufgeladen, aber er setzt ihn noch nicht einen normalen Schuss. Fabian, Fabian. Also der Überschuss ist tatsächlich manchmal schwerer auszuführen. Was? Ich denke, du hast online gespielt. Also aber dafür kriegt man auch 2 Tore, wenn man ihn trifft. Also das ist natürlich extrem. Ich hab ein bisschen Probleme. Alter, das ist ja einfach, wie spielen die hier? Tasten, weil es tatsächlich ich bin richtig enttäuscht. Und manchmal habe ich auch nicht so einen. Pass und schieß! Schieß! Überblick. Direkt musst du ihn machen! Direkt!
Ja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, oder? Ich habe Hyper-Orbs gerade in dem Spiel. Hat nicht gecheckt, wo. Er nimmt auch seinen Superschuss nicht. Ich merke, dass ihr den nicht einsetzt. So, 30 Sekunden. Oh nee, da geht das Tackle. Ey, Janina, du musst schießen jetzt mal. Du musst ein Tor mal jetzt schießen. Die jetzt wieder hinten rum. Gibt's ein Golden Goal, also das nächste Tor entscheidet. Jetzt muss Janina ein Tor schießen. Du kannst super ausweichen, das ist klasse, aber schieß doch einfach! Von Fabian. 13 Sekunden. Ja, jetzt komm ich durch! Und jetzt kann Fabian das natürlich in Ruhe runterspielen. Oh, das ist ja, ganz ehrlich, das macht mich richtig aggressiv. 5 Sekunden. Wie kann sowas 1-0 ausgehen? Komm ich durch. Ja, das war's. Und dann... knapp. Okay, 1-0. Ey. Ich bin richtig aggressiv gerade. Das, du musst in dem Spiel 100 Schüsse haben. Was soll dieses hintenrum Gedaddel? Fabian, nee, sorry, ich bin echt, also Fabian, ich hätte gedacht, Fabian ist viel besser in dem Spiel. Ich bin richtig konsterniert. Und dass Janina einfach den Ball nicht schießt, ich check's nicht. Schieß ihn doch! Okay. Fabian, das war sehr anstrengend, du hast gut gespielt, Janina. Das gebe ich dir auf jeden Fall. Ja, ey, das stimmt, Janina war ja eigentlich echt gut. Sie hat das echt gut gemacht. Aber sie hat einfach nicht geschossen. Ich habe auch richtig Angst gehabt zwischendurch. Ja, nö, ich war's denn. Aber ey, Respekt, 1-0 gegen, also 0-1 gegen Fabian, das ist okay, ich bin völlig zufrieden mit meiner Leistung, muss ich sagen. Und, das macht mich wahnsinnig. Du spielst gerade gegen Fabian, du hast echt einige Sachen richtig gut gemacht, Janina, aber du schießt einfach nicht und vergibst die Chance, den großen Favoriten, der seinen Joker eingesetzt hat, schon fast aus dem Turnier zu ballern, einen richtigen Überraschungserfolg rauszuhauen und sagst nach einem 0-1 dann, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Du musst mehr Biss entwickeln, Janina. So gewinnst du kein Beef. Da musst du einfach mehr Ehrgeiz... Also, du kannst auch noch zurückkommen. Das darf man nicht vergessen. Kann auch noch zurückkommen. Gut, mir völlig bewusst. Ich bin cool. Na gut. Ja. Gut Sport. Ah, dieser Sanftmut, das macht mich wahnsinnig. Obwohl man kann eigentlich die Fabian nimmt, oder Fabian wird die überpowered. Ach so, jetzt hab ich doch aus den Dreck gemacht schon. Naja, ich jetzt hab ich auch noch wieder B gedrückt. Mal gucken, ob die jetzt wenigstens aufs Tor schießen. Ich glaube, Gunnar ist auch nicht beeindruckt von dem, was er gerade gesehen hat. Gleich irgendwie spielen. Ja, ich finde das so dumm, dass B hier unten ist bei dir. Okay, na dann gut Fuß, würde ich sagen. Gut Fuß. Gut Kick. Gut Kick. Gunnar jetzt in den Comments. Ich bin die Comments in Orange, ja. Tackling war Ja, ist genau die umgekehrte FIFA-Steuerung bei mir. Deswegen nervt mich das sehr. Das ist ja tragisch. Ja, Schießen ist halt auf... ich kann mir nicht mal alle fucking Dinger merken. Die da. Wie oft spielst du denn FIFA eigentlich, Gunnar? So, Lila ist jetzt Florentin, Orange ist Gunnar. Gunnar ist für mich jetzt der Favorit. Fabian hat mich enttäuscht. Oh. Er musste zum Abschluss kommen. Robin. Ja, wenigstens schießt Florentin mal. Wow, wunderschönes Ding. Oh, ins Vor. Was natürlich bei dem Spiel sehr, sehr viel ausmacht, ist das Item-Management. Oh. Das ist auch die größte Herausforderung, dass du die Items betonen, dass das Spiel total wirr ist, wenn man smart einsetzt. Drin ist. Ich habe ganz oft aber du kannst nur zwei haben, checke, wo der Ball wenn du ist, sie hortest. Oder wer den hat auch. Oh. Ja, wenigstens mal ein Schuss, Pass und direkter Schuss. Und das will man sehen. Zwei Items auch, hat gar keins. Habe ich denn gar keins überhaupt? Vielleicht, weil du keins aufgesammelt hast. Ja, aber Schuss. Genau, man Abpraller nehmen und so. Ja, Mensch, ja, mein richtig. Gott, Leute. Ja, aber richtig, richtig. Schießt du wenigstens mal. Ja, Gunnar holt sich das Item nicht, warum auch immer. Schön das Hyper-Ding weggeschnappt. Oh, das war aber auch knapp. Oh, ja, wenigstens schießen sie mal. Ich freue mich ja schon über das Minimum. Jetzt vor. Direkt. Nimm ihn direkt. Sorry, ich glaube, ich muss mich hier wirklich... Rauf da! Was, wieso lässt du den denn schießen? Fast nichts. Wer spielt so? Was ist denn mit dir los? Sorry, ich sehe nichts sonst. Wir sitzen hier von einem riesen Fernseher, Florentin. Ja, wirklich so. Hast du schon mal über eine Brille nachgedacht auch? Ja, gut. Aber das hat, da hat Florentin auch die Orientierung verloren. Da hat Florentin völlig die Orientierung verloren gerade. Was machst du denn da? Ich sehe das nicht genau.
Die sind alle so winzig, die Figuren. Das Guck mal, dein Pilzmann, wie klein der ja, ist. Den habe ich extra gegen dich eingesetzt. Ja, das ist. Das ist wirklich die beste Strategie. Dann gegen Florentin einfach. Nur die Kleinen nehmen. Die sieht Florentin nämlich nicht. Das Schuss, Schuss. Hier, jetzt. Diese Position. Schlenzer, möglichst lange aufladen, schlenzen hier oben rechts ins Eck. Und dann nutzt mal deine Items. Du hast immer zwei und. Oh! Zu lange gewartet. Aber war ein super Item von Florentin. Super eingesetzt. Aber man sieht, er kennt, wenn er jetzt. Hier, da hat er alle Zeit der Welt. Er will natürlich noch näher ran. Aber er kann natürlich auch von hier schießen schon und Bowser steht für den Abpraller bereit. Und da ist er natürlich. Aber das Item, was Florentin jetzt einsetzt, ist auch richtig gut gemacht. Richtig gut. Deine Items, du hast immer zwei da. Und. Oh! Du kannst ja nicht mehr einsammeln als zwei. Was macht was der Torwart? Fragezeichen? Ich klugscheiß auch derbe rum gerade. Das ist ein bisschen wild, dass aber, man nicht kontrollieren kann. Ist auch manchmal ein bisschen persönlich. Sind die Hammer gut und manchmal boah, stark! Starker Move! Starker Pass! Mein Gott, geht doch! Das wollen wir sehen! Das wollen wir sehen! Guter Move gemacht, ausgetänzelt, guter Pass und direkt abgeschlossen. Das ist super gewesen. Nein! Schön, aber. Ich glaube, du musst länger aufladen, deinen Schuss, weil diese Pipi. Ich bin ja dumm. Jetzt die Chance. Oh, schön! Schön, oh. Schön, schieß, schieß, schön! Der steht doch direkt vor ja, dem Tor. Schön gemacht, schön gemacht. Kollege! Pech gehabt. Oh, jetzt, wow, jetzt der Superschuss, der erste Superschuss. Verkackt total. Hämmern, gleich, ne? Hier, Florentin. Hast du heute ein Problem mit den Namen? Ja, das ist der Typ nochmal. Weißt du, ne? Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Spam. Das kriegst du easy hin jetzt, er hat sehr schlecht geschossen. Spam, 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 spam. Ja, mach durch. Und dann holst du sofort. Das hab ich nie so richtig gecheckt. Sofort, ja, achte drauf. Schön. Sehr gut. Ehrlich gesagt hab ich den neuen Teil auch nicht so viel gespielt. Wo ich eigentlich auch. Ja. Stark. Ich zehre immer noch von meinen Erinnerungen aus dem ersten. Mein Gott, wo ist die länger aufladen? Oder nicht nee, auf dem vom Gamecube-Teil tatsächlich. Den habe ich am meisten gespielt, den Gamecube-Teil. Kriegt er immer. Aber, oh. Aber den kann man auch nicht online zocken. Hey, schön, bleib dran. Benutzt länger aufladen. Panzer, Florentin. Wenn man online spielt, lernt man immer noch neue Sachen. Also eigentlich müsste Fabian richtig so was drauf gegen haben. Gegen die Fetten musst du mehr aufladen. Ja. Sehr gut. Ich habe leider Übersichtsprobleme ein bisschen. Ja, tut mir leid. Merkt man. Fabian, das ist alles gut gemeint. Okay, ich krieg das ja, schon. Ja, aber ey, das Spiel ist so hektisch und so schnell und so chaotisch. Das kann man nicht, wenn man das nie gespielt hat. Allein das Item-Management und so weiter, es ist zu wissen, von wo die Schüsse am besten funktionieren, wie doll man sie auflädt, welcher Charakter und so weiter. Das ist da steckt auch eine Menge hinter. Also das sieht jetzt erstmal simpel aus, aber das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Smash Brothers oder sowas, wo du auch erstmal denkst, ja, okay, Button-Mashing oder so, nee, man kann das richtig mastern. Deswegen ist das auch alles entschuldigt, insbesondere für Florentin. Komm, ein Tor ist drin. Ein Tor schaffe ich. Let's go. Erstmal bin ich trotzdem ein bisschen aggressiv. Schöner Doppelpass. Schieß. Ja, direkt oh, versucht. Tor sein müssen. Ich finde, es wird unübersichtlich, wenn alle Items plötzlich eingesetzt werden. Oh, okay, das eine Minute noch. Vorbeigefahren. Ja, das hat er gut gemacht. Crazy. Und man sieht das, Gunnar, der jetzt auch häufiger schon gespielt. Gunnar, also während ich zum Beispiel früher bei Smash Soccer immer hier diese Position sehr gerne gespielt habe, und dann halt, wie gesagt, ins lange Eck geschlänzt. Gunnar geht immer in diesen Bereich hier rein, in die Mitte des Spiels und schießt dann irgendwie meistens dann leicht versetzt in die Ecke rein, so wie hier auch. Also eher zentral, scheint eine gute Position zu sein. Crazy. Müssen wir uns das immer angucken? Ja, den gucken wir noch an. Also Gunnar ist bislang auf jeden Fall der Beste. Ja, schön gemacht. Könnte sich rechnen, dass er seinen Joker nicht eingesetzt hat. So, jetzt habe ich hier Items ohne Ende. Let's go! Die Bombe ist hier das schlechteste Item. Mach die Bombe noch, Fabian? Fabian, denkst du auch, dass die Bombe das schlechteste Item ist? Die Bombe ist eigentlich super für jetzt so eine Situation, um eine kleine freie Bahn zu erzeugen. Dann hätte er seinen Hyperschuss machen können. Aber dann hätte jemand anders einsetzen müssen, weil wenn er die Bombe mit dem gleichen Charakter eingesetzt hätte, dann wäre es ja abgebrochen, der Superschuss. Naja, er hätte natürlich vorher die Bombe machen müssen und danach den Hyperschuss starten. War eine gute Idee. Oh. Tust ja, das so, ist als die Sona del Gunnar da oben. Wir sind nicht in der zweiten Liga. Nicht mehr. Oh, jetzt schön. Aber. Schön. Sag mal, hier ran, direkt vor dem Tor. Da gibt's halt, du hast halt bei Smash Soccer bei diesem Teil, wenn du den Pass richtig, also wenn du einen One-Timer machst, bedeutet, der Ball rollt zu dir und du nimmst ihn nicht an, sondern schießt ihn direkt aus der Bewegung raus. Da gibt's einen bestimmten Punkt. Wenn du den richtig triffst, kriegst du halt irgendwie einen besonders guten Schuss und den so einen Superschuss irgendwie
jetzt nicht wie den aufgeladenen, aber halt einen besseren, verbesserten Schuss. Und den muss man halt versuchen, in so einer Situation irgendwie anzuwenden. Ich weiß gar nicht genau, wann das ist, aber man sieht es jetzt hier gut. Zack, wenn er jetzt quasi, ich glaube, noch einen Meter rollt oder so. Ich weiß gar nicht, wo man den treffen muss. Und dann hätte er ihn wunderbar. Torwart steht hier, wahrscheinlich da rein oder so. Ja, er nimmt ihn aber an, dreht sich nochmal. Er steht direkt vorm Tor! Muss den Rebound holen. Und lad ihn auf. Hol den Rebound. Yo. Nice! Oh, das freut mich für Florentin. Erstes Tor. Wenn du jetzt so ein Tor machst, dann hast du uns halt gleich auf. Ja, kommt. Easy. Noch 14 Sekunden. 14. Du hast nur ein Sternchen, ne? Das ist eigentlich ein safes Tor, wenn du es schlau machst. Hol den Ball, mach Stern. Hol den Ball, mach Stern. Stern! Stern! Schön. Oh, Mann. Ja. Warum trifft er nicht? Du hast immer noch Stern. Hättest voll aufladen müssen. Du bist mit einem Stern unverwundbar einfach. Ja. Ja, schön. Egal. Egal, dann hätte er auch 3-2 gehabt. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das, was Florentin da gerade alles verarbeiten muss an Eindrücken, wenn du das Spiel nicht kennst und dann sitzen da zwei Leute, die die ganze Zeit auf dich einreden und dir Tipps geben und sagen, mach jenes, mach dieses. Und du bist aber voll damit beschäftigt, diese bildgewaltige Flut irgendwie zu checken und die Steuerung zu checken und sonst was, das ist auch echt eine große Herausforderung. Das kannst du eigentlich nur durch Übung irgendwie schaffen und wenn man das nicht viel gespielt hat, dann ist das auch echt schwierig. Ja. Schön gespielt, ey, gut gemacht. Gutes Ding. Jetzt die Frage, spielen wir erst das... Auf die Tabelle. Ja, erst die Loser. Das Bracket weiter. Erst die Loser, würde ich sagen, oder? Okay. Ich nehme jetzt nur die größten Charaktere, nicht den kleinen... Yoshi ist auch. Nimm die Kleinen, die sieht Florentin nicht. Aber Shy Guy, den Pilz. Ob ich mit denen umgehen kann, steht leider drüber, ob Florentin... Ich bin mal gespannt. Nicht, nee? Ob Janina diesmal aufs Tor schießt. Immer Waluigi. Guck mal, der hat Janina auch genommen. Der Was ist das denn? Kannst du ihn nicht selber seine Charaktere picken lassen? Okay, Florentin in Orange. Dschungel. Janina. Okay, ich hab Dschungel genommen. Ist das okay für dich? Scheißegal. Ich merke nicht mal einen Unterschied. Merkt man einen Unterschied? Nee. Ich habe nie hingeguckt bei den Arenen. Ich achte da auch gar nicht drauf. Schaurig will er halt immer cool. Deswegen mache ich das. Wahrscheinlich geht das jetzt 0-0 aus. Wäre da. Oh. Dann spielen die einfach 10 Minuten noch Verlängerung. Holy crap. Ja, hintenrum hast du. Das kannst du gut. Dann muss er mal aufs Tor schießen. Wieder hintenrum. Also das Ballbesitz. Super. Oh, jetzt schießt sie. Sie schießt. Au, oh, wow. Das passiert, wenn man mal schießt. Mit L1. Toll. Ja, ja, ich hab eine Idee nicht gekriegt. Na gut, das wird ein Massaker. Da müssen wir es uns angucken. Come on. Wie meine Verteidiger in die andere Richtung laufen. Das willst du ja nochmal. Hat sie aber auch gut rausgespielt. Wow, tolles Tor. Geduldig. Ist auch nicht alles schlecht. Das ist schon, sie macht den Aufbau auch echt gut. Es ist nur dieser Abschluss. Oh, ich bin vorbei. Da hätte man auch hochpassen können. Ja, so wie den, genau. Oh. Stark. Das war stark. Mann, das bist du aber richtig gut gerade. Jetzt schießt sie mal, siehst du wohl. Wenn sie das gegen Fabian gemacht hätte, dann hätte sie den, glaube ich, rausgeschmissen. Nee, oh no, sage ich natürlich nicht, aber. Ja, das ist nämlich meine Figur gewesen. Ja, ja. Aber ich manchmal sieht man die Verlierer sich. Oh, wie er den gefangen hat. Ja, den ersten mit. Habe ich beim Fußballgolf tatsächlich auch so gemacht, weiß ich nicht. Ja. Der einzige Fragezeichen. Oh! Gott! Was für Scheiße! Das muss jedem Fan komm des Fußballgolfs wehtun. Ich muss halt noch zu einer Siegerehrung. Ja, Florentin wird hier letzter. Das ist Moment mal, jetzt die Rothaarige da vorne gehört gar nicht du? Zu mir. Was machst du? Nee. Keine Rothaarige. Alter, die ist ja. Ach, oh, sorry, ich muss das kurz. Aber was. Moment mal. Was, wo läufst du denn hin? Was? Die Rothaarige da vorne gehört gar nicht. Hier. Nee. Keine Rothaarige. Alter, die ist ja mehr rot als lila, aber ja, ist nicht in meinem Team. Das hat mich auch vorhin schon mal irritiert beim Einspielen, dass die immer so schlecht erkennbar ist dann. Das ist so typisch, das ist so typisch Jalila, ne? dass sie die Rothaarige nimmt im lila Team. Einfach nur, um mich zu verwirren. Weil ich rothaarig bin? Nein, so, wir schauen uns kurz an. Nee, komm, das muss es nicht jedes Mal sein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Florentin auch ein Stück weit das schon von vornherein abgeschenkt hat, aus einer psychologischen Komponente heraus, weil das eben
auf den ersten Blick aussieht wie ein Fußballspiel. Und Florentin hat mit Fußball überhaupt nichts am Hut. Und das ist direkt wie beim Simon auch irgendwie. Erstmal so eine Blockade. Fußball. Und dann ergibt er sich total schnell in sein Schicksal. Und was hier so ein bisschen fehlt, ist dieser florentinsche Analysemodus. Er hat das ja sicherlich auch Probe gespielt. Und wenn er da in die Analyse reingegangen wäre und sich vielleicht gesagt hätte, okay, pass auf, wir setzen den Fußball mal mit irgendwas anderem und nehmen mal diese Assoziation daraus, dann kann ich mir vorstellen, wenn das vielleicht so eine Art Dodgeball oder irgendwas anderes gewesen wäre, weil es ist ja scheißegal, ob sie den Ball werfen oder schießen, das ist ja bei dieser Art von einem Cage-Spiel überhaupt gar nicht relevant, dann glaube ich, dass er es grundsätzlich auch gut könnte. Aber er ist gar nicht mehr, also er hat schon längst aufgegeben. Er ist schon beim nächsten Spiel gedanklich. Er hat die 0 Punkte schon eingeloggt. Ja, ich bin da nicht. So. Items benutzen. Ich mach's einfach immer, wenn du sagst. Wirklich so. Stark. Schön. Und jetzt schieß nochmal. Mach nochmal lange Ecke. Ah, oder so. Stark war auch. Ich trifft denn immer nichts? Doch, hab ich ja. Da war auch immer zumindest was gut gespielt. Irgendwie. Oder kaum. Wow, schön von Janina. Schön. Schöner Angriff von Janina. Stark. Das war stark. Hat sie gut gemacht. Noch nie jemand geschafft. Ich möchte die ganze Zeit auf. Hä? Was ist das denn gerade gewesen? Oh, jetzt gleich gegen Fabian ist ja auch richtig nervig. Und ja, am Ende auch wenig Bock darauf. Ich würde lieber nochmal gegen Florentin spielen, aber es kommt wahrscheinlich nicht dazu. Jetzt mal schön, nochmal. Schön, und jetzt hau ihn rein. Ja, ist schön, aber das war super. Das war super gemacht. Schön, das Item schießen, bam. Schade. Ja, nochmal ein paar gute Sachen zeigt er jetzt. Er wird natürlich keinen Superschuss machen. Und jetzt, was war das denn? Was haben die denn da reingeschnitten? Ich dachte, Toad ist der Ball gerade. Sehr gut. Das ist schon Überblick. Super. Ah, ich dachte, ich hab das. Yes, mach ihn. No. War der perfekt? Oh, schade. Alles andere als perfekt. Nee, das brauchst du nicht. Nee, das geht. Fass mich nicht an, Florentin. Nein. Du musst dich blocken. Nein, Triple B. Florentin, das ist nicht okay. Das ist... Oh, ein Herzchen macht sie. Florentin, du musst dich jetzt natürlich wieder im Weg stellen. Wenn der Ball gleich. Oh, okay! Er hält ihn sogar fest. Ja, shit, das wäre echt dein Weg zurück ins Spiel gewesen jetzt, ne? Ja, das wäre krass gewesen. Jetzt an der Stelle. Und die Items benutzt du auch wieder alle nicht, die du schon 2 Minuten rumträgst. Ja. Und das okay. 4-0, damit wahrscheinlich die Entscheidung. So, jetzt bitte. Aber guckt, seht ihr mal diese Geste? Also da sieht man, dass es ihn doch ein bisschen tangiert noch. Und Janina ist richtig erleichtert. Es ist dieser Klassiker. Dieses sich aus der Anspannung zurücklehnen und sich in die Haare gehen. Und der eine macht das auch so, und die andere macht das auch aus, die eine aus Erleichterung, okay, das ist so gut wie der Sieg. Und der andere, guckt es euch mal an, diese parallele Bewegung jetzt. Und das 4-0, damit wahrscheinlich die Entscheidung. Sehr gut. So, jetzt bitte aber. Schauen Sie es kurz an. Jetzt bitte. Das gucken wir uns mal kurz an. Von da hinten, ne? Ja. War stark. Also verrückt, sehen, dass deine Schüsse immer von der Mittellinie reingehen, ne? Und ich stehe hier irgendwie dem Tor auf den Füßen und treffe nichts. Wie ich gestern ausgerastet bin, weil ich die schönsten Tore... Wahrscheinlich benutzt du diese Weitschussausrüstung, ne? Hatten wir ja gesagt, dass wir die anlegen dürfen. Wo bin ich denn? Was? Ach, hier. Wow, schönes Tackling. Schöne Gerätsche, ja. Oh, okay. Es schafft sich nochmal Platz. Ja, Fabian, ich noch weiß mal eine nicht, Runde. Jetzt dürfte er den Superschuss machen. Er hat auch noch gerade Items. Ja, eine Bombe, ja gut. Mann, dieser Hyperschuss, das ist ja eher ein Handicap. Okay. Das auch nicht alle, ne? Was? Ja, das oh, das war mal. Habt ihr das kurz gesehen? Da hat er durch Zufall so ein richtiges Timing gehabt und der Ball färbt sich ein. Achtet mal drauf. Jetzt passt, ich weiß gar nicht, wer Toad passt zu Princess oder sowas und sie passt zurück. Okay. Jetzt. Das war auch nicht alle, ne? Nee, war das das? Ich glaube ja, oder? Hat der Schuss aus Versehen gedrückt. Warte mal. Okay. Das war auch nicht alle, ne? Nee, ja, das war so ein gutes Timing, deswegen leuchtete der Ball. Ey, aber sorry, genau den Schuss habe ich auch glaub schon ein paar Mal gemacht. Und ja, schauen wir uns ja, kurz an, was ich anders gemacht habe. Ich muss auch mal ganz kurz festhalten, dass da wirklich auch noch viele Bugs im Spiel sind. Schauen wir uns an, was ich anders gemacht habe. Du weißt doch gegen mich ganz gut. Ist euch mal aufgefallen, dass Princess hier verdammt
einen verdammt kleinen Mund hat? Und das, die Lippen sind ja Lippenstift. Die hat so einen ganz schmalen, da kann man doch gar nichts essen. Wie soll man denn da essen? Die kann doch gar nicht reinbeißen und irgendwas. Guck mal. Guck mal, wie klein der Mund ist. Die kann ja nur so Mini-Möhrchen essen oder sowas. So kleine Erbsen. Ganz kurz festhalten, dass da wirklich auch noch viele Bugs im Spiel sind. Das schauen wir uns an, was ich Wie soll die denn richtig was essen? Gut eben. Wie bleibt ihr gespielt? Ja, weil du immer nur diese großen Figuren genommen hast, weil du einfach ein Sportsmann bist. Ja. Ich habe keine einzige kleine Figur. Ich habe nicht eine kleine Figur da drin. Okay, ich skippe mal. Oh, doch, da ist doch der Pilz schon. Das ist nicht meiner. Ja, so nämlich. Ja, die Sache ist klar, ne? 5-0, das war zu erwarten. Das heißt, Janina ist noch im Rennen. Ich weiß jetzt. Oh, endlich! Da ist er drin! Kannst du es noch schaffen? Da ist er drin! Das freut mich jetzt. Lass uns mal die Cutscene skippen. Nicht zu null. Oh, komisch an der Stelle. Stark. Und nochmal, mach ihn. Lange Eck. Ja, sehr, sehr schön. Aber gut, warte, ja, gut gemacht. Warum? Steh doch hier. Möchtest du herkommen eigentlich noch, oder? Schön 30 Sekunden im Strafraum warten. Oh, wie schlecht du bist, ey. Bei 5-1 auf Zeit spielen. Also, ja, es ist mega schäbig, das stimmt. Aber das, was ich faszinierend finde, ist, dass im Prinzip Florentin ja das Gleiche gemacht hat, ne? Seht ihr den Unterschied? Florentin hat bei diesem anderen Spiel da, Getting Over It, da hat er ja 10 Minuten lang, die letzten 10 Minuten sich nicht mehr bewegt. Und das ist ja das Äquivalent zu dem, was Janina gerade macht. Sie führt genauso hoch, wie Florentin bei Getting Over It geführt hat. Florentin legt das Pad aus der Hand, riskiert nichts mehr. Und Janina sagt sich natürlich auch, ey, du musst kommen, du musst was machen. Und Janina hat damals richtig sanftmütig drauf reagiert. Und ihr wisst, ich habe das angesprochen in der Analyse, dass Janina da viel mehr psychologisch hätte reingehen müssen, um Florentin in die Bewegung zu bringen, um dem Risiko auszusetzen, dass er nochmal wieder runterfällt, um irgendwas an der Situation zu verändern, die ausweglos gewesen war. Und hier ist es vergleichbar. Und achtet mal drauf, wie Florentin reagiert im Vergleich zu dem, wie Janina reagiert hat. Und ihr werdet sehen, warum Florentin psychologisch dieses Beef gewonnen hat. Im Strafraum warten. Oh, wie schlecht du bist, ey. Bei 5-1 auf Zeit spielen. So wie du. Hä? Schafft er. Oh, wow, das sieht gut aus. Die Kraft der Liebe. Jetzt was war die Kraft der Liebe. Aber ich glaube, den kann sie auch noch halten. Also gut war er nicht. Ach, herrlich, die Kraft der Liebe. Dagegen kannst du nicht anhämmern mit deinem A. Dagegen kannst du gar nicht anhämmern, das ist unmöglich. Florentin, du musst im Strafraum warten. Genau, für sowas. Ja, sag's ihm halt doch, ja. Mann, warum sagst du ihm das denn? Es ist 5-2, chill mal. Die Kraft der Liebe. Warum sagst du ihm denn sowas? 20 Sekunden. Wieso bist du denn für ihn? Kannst du mal ganz kurz chillen? Es ist 5. Ja, ja, der Vergleich hinkt ein kleines bisschen. Das stimmt natürlich. Aber ein bisschen Wahrheit ist auch drin. 5-2, das ist noch 11 Sekunden Zeit. Mann, Mann, Mann. Ja, 5-2, wenn der Superschuss gesessen hätte, ist am Ende. Oh, jetzt nochmal, mach ihn. Oh, ja. Okay. Naja, es war eine Besserung. 2 Tore ist okay. Erstes Spiel 1 Tor, zweites Spiel 2 Tore. Wer weiß, was mein Deck ist. Gut, um Mandelink. Ja, du bist raus aus Mandelink an der Stelle. Janina wird über den Umweg jetzt nochmal zurückkommen können und Tschüss. Gegen den Verlierer. Hab ich jetzt aber bitte, wir können jetzt bitte andere zwei Gegner. Du musst ja, klar. Kurz Pause spielen. Aus unserem Spiel spielen, Gunnar. Schön gespielt. Okay, das ist jetzt das Halbfinale. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gut, Fabian. Bisschen viele Cutscenes, aber. Ich frag mich gerade, wie haben die das jetzt gemacht? Weil jetzt hat Janina ja 1 gewonnen, 1 verloren. Jetzt ist das Halbfinale zwischen Gunnar und Fabian. Oder wie ist das jetzt? Beide haben ihr Spiel gewonnen. Das heißt, der Gewinner ist dann im Finale und da müsste Janina gegen den Verlierer dieser Partie spielen, oder was? Und dann müsste aber Janina zwei. Das war so wir werden es sehen. Leg die nochmal hin. Das heißt, also jetzt wird es auf jeden Fall, Fabian wird es auf jeden Fall entweder zweimal gegen Gunnar oder Gunnar zweimal gegen Fabian und dann nochmal gegen Janina. Also wer das gewinnt, ist im Finale und dann spielt der Verlierer von euch beiden gegen Janina. Richtig. Ja. Und der Gewinner
daraus geht ins Finale, müsste dort aber zwei Partien gewinnen. Ja, nee. Doch. Achso, doch, ja, dann. Ja. Damit das fair ist. Tatsächlich zu gewinnen. Dann hätte jeder am Ende. Es wäre ja super unfair, wenn der eine. Oh. Wow, also da sieht man sich eine Niederlage raufschaffen darf und der andere nicht. Okay. Bin ich mal gespannt. Also, das Finale geht auf jeden Fall. Nicht auf jeden Fall, aber potenziell über drei Spiele. Das ist immer eine Timing-Sache. Schießt man schnell, aber sicher, über zwei Spiele. Oder lädt man noch ein bisschen auf, um eine höhere Torchance zu haben? Wow. Hat er genutzt? Egal. Er wird einfach kompliziert. Gar kein Problem. Schön. Das war stark von Fabian und da hat er auch direkt einfach mal geschossen. Jetzt zeigt er sein wahres Ich. Brauche ich nicht. Ich glaube, Fabian hat vielleicht im ersten Match gar nicht alles gezeigt. Das ist ein anderer Fabian, das sieht man schon. What the fuck? Ist doch einfach geglitscht, Mann. Der wäre reingegangen. Hä? Was? Okay. What the fuck? Ach stimmt, mit Punkt, okay, das Punkt und Komma-Taste, genau, ich habe den Frame gesucht. So, wir machen jetzt Frame by Frame. Ernsthaft? Ja, na gut. What the fuck? Ist doch einfach geglitscht, Mann. Der wäre reingegangen. Alter! Geh ran. Ja, aber der ist drin. Okay, ja. Hey, ich hab jetzt schon bessere Stats gegen Fabian gehabt. Du, warte mal ab. Als du jetzt. Ich hab auch schlechter gespielt gegen dich. Ja, absolut. Hast du auch. Natürlich, ne? Wie wirst du kennen? Ja, glaube ich wirklich. Ja, ich musste nicht alles gleich geben an Energie im ersten ja, Spiel, wenn ich es ja. nicht brauche. Den Eindruck hatte ich auch. Das ist clever gemacht. Das hast du damit auch Fabian ist nicht. Aber ist also, echt gemein, dass Toad aussieht wie der Ball. Der hat gegen Janina nicht alles gezeigt. Das kann ich mir nicht anders erklären. Ich glaube, gegen Daisy und Toad im Team hätte ich gar keine Chance. Sofort verloren. Oh, da, oh, oh, hättest du direkt spielen müssen. Direkt auf Mario zurücklegen. Fabian ist ein anderer Fabian jetzt. Das ist ein anderer Fabian. Er weiß, es geht um eine Menge. Ja, das ist natürlich bitter. Hast du Haas? Das ist bitter. Den jetzt, oh Mann. Ist ein starkes Item gekommen. Oh ja. Gunnar kommt nicht zum Abschluss. Fabian, verteidigt das gut. Ich stehe doch da. Oh, schöne Flanke. Ja, Gunnar hadert. Gunnar aber jetzt zwei heftige Items. So, jetzt musst du auch. Ja, sehr stark. Jetzt schieß ihn rein. Direkt nochmal eins nehmen. Aber schön, schafft er. Das hat er sehr gut gemacht. Ja. Und wir sehen wieder, das ist hier diese Zone, die Gunnar, also in dem Fall ist die hier in diesem Fragezeichen, dieses Kästchen, das ist Gunnars Lieblingszone, aus der sucht er immer den Abschluss und er versucht auch ganz bewusst in diese Zone zu kommen. Und dann auch immer so leicht, also quasi nicht genau in der Mitte, er versucht schon so, dass quasi er so einen kleinen Drall noch mit reingehen kann, dass er in die lange Ecke geht und er nicht komplett zentral ist. Super das Item eingesetzt, das war der einzige, der eben noch bedrohlich werden konnte. Und jetzt seht ihr das, leicht versetzt, also nicht genau in der Mitte, sondern leicht versetzt und dann quasi angeschnippelt hier unten ins Eck. Ich direkt nochmal eins nehmen. Aber schön, schafft er ohne. Ja, dann macht er gut. Er macht halt nichts dann gegen die Rundenpanzer. Ja, schön gemacht. Und nicht viel machen. Oh, du weißt, was zu tun ist. Nee. Nein, das bringt ja mir nichts. Der passt ja sofort. Oh, das war dumm von mir. Ja. Oh. Oh ja, ich hau, da kommt der. Oh Mann, das war doch mit Ansage. Ah, da hat er Glück gehabt, Gunnar. Das war nicht gut gespielt. Getimed. Oh. Oh, das war nicht schlecht. Aber da, auch in so einer Situation, ne? Er macht das gut. So, und jetzt musst du halt einfach auch mal den Ball direkt schießen, ne? Wenn jetzt der Pass kommt und du hast die Chance. Ne, warte, was ist gerade aus? Oh, er lädt. So, er lädt zu lang. Hallo. So, da sieht man, Bowser ist schon so dicht. Er ist irgendwie, lädt es gerade nicht richtig. Bowser ist so dicht auf der Pelle, du musst ihn direkt nehmen. Und wenn er jetzt den perfekten Schuss macht und schießt ihn oben rechts ins lange Eck, das ist ein guter Winkel, glaube ich, geht er rein. Aber er nimmt ihn an, dreht sich vom Tor weg, steht mit dem Rücken zum Tor. Und jetzt ist der Winkel nicht mehr gut. Ja, das muss er, da muss er direkt schießen. Oh,
Schießt gar nicht mehr, dreht sich dann nochmal um, also... Was, okay. Was für eine Seelenruhe er noch dieses Ding einsammelt, kurz. Ob wir jemals einen von denen getroffen sehen werden, diesen Hyperschuss, so bin ich gespannt. Ich würde gerne mal die Schussstatistik am Ende sehen. Haben wir noch gar keinen. Nee, noch gar nichts. Alle wurden abgewehrt. Oh, ja. Wieder. Genau das ist wieder das Gunnar-Ding. Er versucht, er kommt nicht weit genug. Er muss ihn irgendwann loslassen. Oft ist der Fehler auch bei so einem Spiel, man will den dann aufladen und lässt nicht rechtzeitig los, sodass der Gegner einen noch wegchecken kann. Ich bin mal gespannt, ob wann er loslässt. Ja. Zu lange. Da muss man ihn einfach direkt mal nehmen oder früher schießen. Er ist direkt mit zwei Leuten da. Das ist, wo ja, fehlen die dann? Genau, die Zeit ist nicht da. Wenn jemand gut verteidigt, hast du nicht viel Zeit. Wow, wow. So, Fabian schießt, das mag ich. Massaker. Da kommen die Schüsse auch durch, gehen vielleicht nicht alle rein, aber... Oh, das war richtig schön vorbeigelegt. Oh. Das war richtig stark. Aber auch exakt wieder, ihr seht das wieder, die Zone. Er versucht, in die Zone zu kommen, in diesen grünen Fragezeichenbereich. Checkt erstmal noch, das war auch krass, dass er Toad noch weggecheckt hat, weil er so dick ist. Und da hat er aber auch ein bisschen Glück, weil da ist Waluigi eigentlich dran. Oh, das war richtig. Und da macht Fabian den Fehler, seht ihr das? Weil Gunnar macht eigentlich den Fehler, dass er wieder den Schuss viel zu lange auflädt. Achtet mal auf Waluigi. Waluigi ist dran und jetzt muss er ihn nur wegchecken. Er hat ja auch die nötige Gewichtsklasse, um Bowser einfach umzuhauen. Und er läuft an Bowser vorbei. Und deswegen kann Gunnar den Schuss aufladen. Also es war Glück für Gunnar. In aller Regel wird er hier von Waluigi weggecheckt und der Schuss kommt nicht durch, weil er ihn zu lange auflädt. In dem Fall ist er natürlich auch da von hinten kommt noch der dicke Bowser, der andere. Trifft auch nicht richtig. Also das war auch ein bisschen Glück. Den muss er eigentlich früher loslassen. Können wir den aber wirklich noch mal ansehen, weil ich kurz wissen will, wie du da durchgekommen bist. Kapiert. Ich habe einfach links gemacht, glaube ich. Ich habe einfach nur drauf durchgelaufen. Du hast ihn, glaube ich, vorgelegt und ist an den beiden vorbei dann gekommen. Ja, irgendwie so. Ja, hier dachte ich, ich kriege ihn auf jeden Fall irgendwo nochmal. Wieso ja, das war Glück. Also erst das Ding gegen Toad und dann Waluigi und Bowser kamen zu spät im Moment. Aber egal, Spannung ist auf jeden Fall drin. Das ist echt spannend. 1,5 Minuten haben wir noch. 2-2 in diesem Match der Titanen. Werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach nochmal wiedersehen. Jetzt geht es nur um den Vorteil im Finale. Und wenn das so knapp ist, wenn man... Oh, guck mal, jetzt ist Gunnar wieder in seiner Zona del Gunnar. Wieder in seiner Fragezeichenzone. Er steht im Prinzip perfekt. Wenn er jetzt mit dem rechten Fuß ins kurze Eck schießt, wump. Aber er wird wahrscheinlich wieder zu lange aufladen und dann ist Bowser da. Nee, er hat diesmal rechtzeitig losgelassen. Sehr gut. Anderen Leute treffen. Weiß ich. Ich glaube, einfach auf passend drücken. Ich bin mir jetzt offen gesagt, aber nicht sicher. Taste drücken. Passend. Sehr, jetzt sehr gut von Fabian. Ah, okay. Und jetzt der Konter. Ey. Ja, Ball ist weg. So, jetzt ist er im Strafraum, er könnte den Überschuss ansetzen, macht er aber nicht. Hätte auch nicht durchgekommen. So, jetzt hat er Platz, jetzt muss er was draus machen. Ja. Ich dachte, ich hätte Eis gehört, Freund. Das war wieder exakt ein klassischer Gunnar-Moment. Roman. Oh, das ist gefährlich. Auch schön sicher. Immer wenn ich so weit vorne stehe, schieße ich einfach nur den Bauch des Torwarts an. Ja. Wie kann das sein? Du musst ein bisschen Abstand reinkriegen und dann aufladen. Wenn du zu nah dran bist, bringst du nichts mehr. Ja, aber auch aus der Entfernung habe ich schon so auf den Bauch angeschossen. Und jetzt mit der Banane, mal gucken, dann Ich bin doch ausgewichen. Oh, shit. Oh, schön gespielt. Schnell, ganz starkes Passspiel. Alles drin noch. Alles drin. Ja. Bowser einfach zu fucking groß. Und Fabian hat jetzt das super Item. Er kann den Superschuss machen. Super von Gunnar verteidigt. Bowser geht in die Offensive. Sehr gut. Jetzt hat er den Superschuss. Er hat super viel Platz. Er versucht es. Er trifft es nicht. Blätter daneben. Scheiße, Mann. Aber das kann Gunnar kontern. Fabian wird sich jetzt vor das Tor stellen und den potenziellen Abpraller. Ja, den linken Zeigefinger, ob das die richtige Wahl ist, werden wir jetzt gleich sehen. So nehmen wir doch jetzt, da seht ihr das, der dicke Bowser. Der dicke Bowser von Fabian positioniert sich direkt dort im Halbkreis vor der Strafraumgrenze, um den potenziellen Abpraller aufzufangen. Und natürlich kann Gunnar, während er ganz schnell drückt, den Affen da, Donkey Kong, nicht hinterherziehen, weil er sehr mit dem Drücken beschäftigt ist. Und das könnte sich gleich noch negativ merkbar machen für Gunnar. Hat ihn! Schön, direkt Rebound. Oh, okay. Aber er hat ihn festgehalten. Er hat ihn festgehalten. Nichts gesehen. Item. Der raus. Hast du? Einfach nur auf Schießen gehalten. Schön. Oh, stark. Und er will wieder in die Zona der Gunnar, Alter. Aber der schafft es nicht. Tot ist tot. Der lag lange. Oh, shit. Die letzten 5 Sekunden, wenn er da noch jetzt ein gesetzt hätte. Mit dem dreckigsten Zeitspiel, das man je gesehen hat. Aber die sehen sich im Finale wieder. Nee, das war bei Getting Old. Okay, das war super spannend. Die sehen sich im Finale wieder, davon bin ich überzeugt. Ich habe Angst gehabt. Ah, okay. Scheiße, ich glaube, du hättest es schaffen können. Ja.
geht's. Geil. Spannend. 3-2. Das heißt, ihr beiden ja. spielt im Losers Bracket. Du bist eigentlich im Losers Bracket. Ja. Damit ja. Fabian im Finale. Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal für einen der beiden die Chance nachzuziehen im Finale. Oh Gott. Aber ich die Nerven dann noch zweimal danach. Ja, gegen Fabian. Da brauchst du echt Nerven aus dem Fangenstein. Nee, du fliegst auf jeden Fall raus, Janine. Nee, Gunnar fliegt jetzt raus. Nee, Gunnar ist schon besser. Ich hab Nerven aus dem Stein. Okay. Ja. Es geht jetzt um einen. Ich kann, gegen Gunnar kann ich nicht nochmal gewinnen. So, wir sehen jetzt Gunnar in Orange und Jalila wieder auf der rechten Seite. Die sich alle klein machen. Das ist ich wünsche euch viel Spaß. 4 Minuten ab. Jetzt! Das ist ein. Also aber ist auch taktisch. Ah, Janina taktisch immer sehr klein. Die passt immer erstmal zurück. Ja, Gunnar macht das gut. Jetzt geht er wieder in die Zona del Gunnar, wow. Aber super schönes Tackling, starkes Tackling. Stark gemacht. Alter, das ist von wem jetzt? Es steigt. Von Gunnar. Gunnar holt sich das Item noch, die Bombe. Die kann er gleich wieder nutzen, um in seine Zone zu kommen. Sehr gut machst, du hältst den Ball immer sehr gut. Du hast sehr viel Ballbesitz einfach. Wo ist denn der Ball? Ja, wenn ich ihn sehe. Tatsächlich. Jetzt kommt das Item, oder? Hab ich nicht. Ich dachte, das Spiel, das ist alles so spannend, Leute. Ich kann da nicht. Boah, stell dir mal vor, und Janina gewinnt jetzt und gewinnt am Ende gegen mich dann auch noch. Ey, das wäre mega gut. Das wäre mega gut. Keine Angst, nicht. Hauptsache, Gunnar für eine Wendung jetzt. Hauptsache, hier. Raus! Oh, schön getimed! Ausgewichen, Speedboost. Aber wow. Also, das ist nicht normal. Ja. Niveauanstieg, den wir hier sehen. Da musst du ja auch mal direkt den Ball nehmen. Letzte Sekunde. Die nehmen den alle nicht direkt. Das macht mich irre. Stark von Fabian nochmal. Schaff ich nicht, weil seine Leute immer da sind. Item. Okay, also. Was läuft hier falsch? Wir machen ein Stück zurück. Runa macht alles richtig. Aber er erobert den Ball, er passt nach vorne. Und jetzt, Mario ist unten und Waluigi ist in der Mitte. Und er hat zwei Items. Er hat die Bombe und er hat den grünen Panzer. Und was macht er? Hier muss er den einsetzen, irgendwie muss er wegballern. Es ist nur, entweder du schießt ihn auf Mario, um den Platz zu haben, oder du setzt die Items ein. Aber jetzt lädt er ihn wieder auf. Immer da sind! Und weg ist er. Also, das ist eine vertane Chance. Das wollte ich aber krass machen. Du kannst doch schaffen jetzt. Ja. Ich krieg den Abschluss halt letzte nicht! Letzte Sekunde. Boah, das ist so wirklich auf Millisekunden. Da auch wieder. Eigentlich ein schöner Move, aber du hast zwei Items. Ja. Ich krieg den Abschluss halt letzte nicht! Letzte Sekunde. Boah, das ist. Da. Setz doch dein Item ein. Dann ist alles ist freie Bahn. Jetzt zieht er so nochmal zurück. Wirklich auf Millisekundenniveau, was hier passiert. Aber das war gut. Boah, stark. Das war, hat er noch gut gerettet. Ey, richtig spannend. Aber er kriegt ja auch keine neuen Items, wenn er die bisherigen nicht nutzt. Ne? Jetzt nutzt er die jetzt. Oh. Der lila Seite. Entspannt. Hä? Schön, sehr schön. Jetzt hast du mal Platz. Oh, da soll ich nicht hin. Ja, da muss. Oh, der so eine Gunnars Wohlfühlzone. Wow. Typisches Gunnar-Tor eigentlich. Jetzt, Alter, das war Pech. Ja. Wow. Ja, und jetzt musst du was draus machen. Schön. Und wieder, er geht nur in diese Zone. Er versucht auch nichts anderes. Unglaublich, 2 Minuten ohne Tor. Lädt immer nur voll auf. Und hofft, dass ihn keiner wegcheckt. Das hat in die Richtung wollte ich nicht. Erstes Spiel besser gemacht, dass er die Items auch richtig gut eingesetzt hat, um sich dort die Gegner vom Leib zu halten. Das macht er jetzt hier nicht mehr. Fünfmal nicht. So stark von Janina, das war stark. Und jetzt, das war super. Hin, Mann, Fabian. Das war super von Janina. Das wäre immer. Ich weiß nicht, wo ich bin. Gunnar, jetzt exakt. Jetzt hat er es mal geschafft. Ist er wieder in seiner Gunnar-Zone und wurde nicht aufgehalten, konnte aufladen, zack, ist er drin. Das ist immer dasselbe Muster, was er macht. Wenn man das einmal durchschaut hat, muss man ihn einfach nur aus dieser Zone fernhalten. Ich habe mich nicht gesehen, wo ich bin. Ich habe nicht gesehen, wo ich bin. Ey, aber du verdienst ein Tor auf jeden Fall. Da ist was drin. Da ist was drin. Da ist was drin. Ich brech mal ab. Wut in Power. Wut in Power umwandeln. Das ist natürlich jetzt so leicht daher geschnackt von mir. Ne? Wahrscheinlich würde ich gegen jeden einzelnen von denen verlieren. Aber das ist ja das Privileg eines Kommentators. Man muss es selber nicht besser können, man muss nur klug scheißen. Alter, lass uns doch mal durch! Oh, echt mies. Oh, ich wollte eigentlich flanken. Mist. Komm, Torwart, nicht so lange warten. Der wartet mir zu lang. Ah, oben ist er frei. Ah, das war mal wieder genau das, was wir stark. Wieso gehen die denn nicht rein? Oh. Aber das war genau das, was er im ersten Spiel gut gemacht hatte.
sich den Weg mit den Items freigeballert und dann zum Abschluss gekommen. In dem Fall nicht belohnt worden, aber das, so muss es gehen. Zu spitzer Winkel. Oh, ja, ich kann den Winkel nicht mehr ändern, weil ich die Zeit nicht habe, Fabian K. Ich versuche dir nur zu helfen. Ja, auch das, sehr, sehr gut. Auch das wieder, ganz, ganz klassisch. Ihr seht, es ist immer, jedes einzelne Tor ist nach demselben Muster. Und es ist immer nur die Frage, ob er es richtig hinbekommt, seine Items einzusetzen, hat er zwischendurch verloren. Es guckt zu euch einfach, es ist immer das Gleiche. Bam, jetzt steht da in Saisona del Gunnar. Jetzt setzt er seinen roten Panzer ein, haut damit die Princess weg. Bam, jetzt ist keiner da und rein. Nee, ich will nicht immer gegen Gunnar spielen. Also generell ja, aber nicht jetzt hier in dem konkreten Fall. Wenn er das, also wenn er das Item-Management ist, das ist der Key bei Gunnar. Wenn er das geschissen bekommt und Fabian gleichzeitig ihn nicht aus der Zone fernhalten kann, dann hat er eine Chance gegen Fabian. Oh nee, das ist schlecht. Super, super für Platz. Die Kraft der Liebe! I love. Ich weiß nicht, ob man den halten kann, ehrlich gesagt. Ich weiß, das System kann ich noch nicht so genau, wie das jetzt hier ist. Sie hat alles gemacht, aber geht der trotzdem rein? Nee. Weg. Stark. War eigentlich nicht schlecht von Gunnar getimed. Jetzt. Nee, Fabian, der steht doch da, Fabian! Er steht doch da! Alter, Janine ist voll genervt von Fabian. Ich verstehe es aber auch. Ja, jetzt spielt das easy runter und ja, sehr gut. Hat er gut gemacht. Da ist 2:0 schön gemacht von Gunnar. Damit Gewinner des Loser Brackets ist Gunnar Krupp. Damit haben wir eine Finalpaarung von Fabian und Gunnar. Oh, ich freue mich richtig jetzt auf das Finale. Zweimal dieses Match gewinnen, um tatsächlich zu gewinnen. Fabian nur einmal und damit gehen wir ins Finale. Janina, du hast fantastisch gemacht. Du hast alles gegeben. Alles versucht, Mann. Ey. Da war echt gut. War echt gut. I tried my best. Ja, Fabian wieder, was? Gunnar, auf das ein neues. Das wird ja nochmal Gunnar, jetzt musst du es machen. I'm sorry. Guck mal, 11:3. Scheiße, das ist natürlich crazy. Ich bin halt nie... Ja, so witzig. Ja, Janina schießt nicht. Das ist ja schon mal so. Okay, Fabian hat natürlich die komfortable Situation, dass er jetzt... Aber sie hat zwei Drittel. Dass er quasi ein Spiel verlieren kann und immer noch nicht raus ist. Gunnar ist jetzt schon mit dem Rücken zur Wand, also quasi jetzt zwei Matchbälle für Fabian. Das wird echt spannend. Die Ballbesitz. Ja, aber ich meinte das ja nicht irgendwie despektierlich. Ach so, nur so? Fandst du nur so witzig, dass du halt 11 und nicht 3 mega sauer, ist jetzt vorbei auch. Du kannst jetzt auch nicht schlechter machen. Los geht's. Also Florentin, wir sind uns aber schon einig, dass du jetzt für mich bist, ne? Ja, jetzt auf jeden Fall, klar. Aber das ist ja, da muss ich ja keine Fahne mehr rausholen. So, das ist ja klar, dass jetzt Fabian gekarrt so holt. Ich sehe da immer noch Gunnar K. vorne. Gut, Fabian. Schau dir jede Cutscene an. Das ist nämlich ein guter Punkt. Fabian Käufer würde jetzt hier gewinnen mit dem Joker. Wäre auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Das wäre für ihn die Chance, nochmal eine große Ey, es ist nicht nötig, ne? Weil Fabian hat genug Eigenantrieb, um gewinnen zu wollen. Aber ich will euch nur darauf hinweisen, damit das nicht untergeht. Was Florentin macht, der ist eigentlich komplett raus und findet gar nicht mehr statt. Aber er gibt nochmal, weil er weiß, Fabian ist eigentlich raus und er hat eigentlich in diesem Beef kein Ziel mehr und nimmt es nicht mehr so ernst. Aber natürlich weiß Florentin, wenn Gunnar jetzt hier Zweiter wird, kann das potenziell sein, dass Gunnar seinen Joker gesetzt hat und dann wäre das Beef vorbei und hätte Florentin gewonnen. Und wenn er nur Zweiter wird und den Joker nicht gesetzt hat, dann hat er zumindest einen Punkt weniger, was am Ende auch noch wichtig werden kann, wenn er den Joker am letzten Spiel einsetzt. Und was sagt er, obwohl er eigentlich schon raus ist? Platz 3 in der Gesamtwertung. Das wäre natürlich für ihn die Chance, nochmal eine große Schmach abzuwenden. Merkt ihr das? Das sind diese Form von Psychospielchen. Immer wieder rein und nochmal den, da, je nachdem, entweder du motivierst jemanden, den du gerade brauchst für dich, oder du machst jemanden nieder und so weiter. Und das ist, Florentin schaltet nicht ab. Selbst wenn er eigentlich gefühlt raus ist, das sind die Sachen, wo er wieder eingreift. Das ist einfach, das Psycho-Game ist, da ist er allen anderen einfach. Ich kann es immer noch wieder sagen, weit voraus. Aber dafür muss er erst einmal gucken. Schön, wow. Von Fabian, ja. Wow! Wow! Da ist schon das 1-0. Gunnar guckt unglaublich und guckt euch mal die Faust von Fabian an und den Gesichtsausdruck von, guckt euch das an. Wir, ne? Der ist auch schon ein bisschen angespannt. Okay. Das ist ein bisschen hart, ja. Gunnar direkt in Zugzwang. Mal gucken, ob er jetzt die Ruhe behält. Ey. Dann noch ein bisschen Zeit. Was ist mit dem Torwart? Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Das wollte ich ja auch nicht, dass er das macht. Alter, okay. Das ist ja, oh, da hat er Gunnar Glück gehabt, dass der nicht reingegangen ist. Jetzt hat er die Banane. Nutzt er sie gut? Nutzt er die Banane? Wenn jetzt Gunnar gewinnt, ja, exakt.
genau das, so aber genau das ist sein Spiel. Wenn er das ein paar Mal gut macht, er hat nicht viel falsch gemacht gerade. Der Winkel war vielleicht nicht perfekt oder so, aber ist in die Zone Del Gunnar reingegangen, hat die Banane gezündet, sich den Gegner vom Leib gehalten und abgeschlossen. Das war eigentlich genau richtig. Kein Scheiß, Mann. Wenn Fabian gewinnt, ist es vorbei und er hat gewonnen. Stell dir vor, du spielst gegen mich. Stark von Fabian. Stark. Ich bin doch da! Dann verschweiß ich. Aber eben genauso, da habe ich auch 2-0 geführt. Das wird noch super spannend. Alles das Spiel wirft dir natürlich dann irgendwann auch Items hin, wie blöde, damit es halt wieder spannend wird. Das ist die Items wieder? Nope. Hat er nicht genutzt? Wieso nutzt er da die Items nicht? Ich verstehe es nicht. Schön. Das halbe Spielfeld überbrückt, ey, mit so einem Tackle. Jetzt auch. Items. Oh. Ja. Items. Mach ihn. Genauso war es eben auch da, nur dass du da einen roten Panzer dann hattest. Schieß! Oh, stark. Ja. Ja! Das ist halt dieser Nintendo-Glücksfaktor dann für die Leute, die hinten liegen. Hä? Sorry, ich hab doch keinen Panzer benutzt, du hast mich einfach nicht gekommen da. Du hast vorher doch dein Item da gerade benutzt. Da so ist überhaupt keine Situation gekommen. Dann pick das Spiel nicht fast. So, ich krieg kein Item hingeworfen, du kriegst eben 2 hingeworfen. Hör mal auf jetzt, Fabian, das ist dein Spiel, was du ausgesucht hast. Sache, deswegen kann ich trotzdem die Schwächen ansprechen. Oh, nimm den doch! Ja, war dumm. Ran, rebound. Ja, war ganz gut zum Torwart. Jetzt zum Beispiel noch ein Hyperschuss-Tor jetzt. Ja, mach das Hyperschuss-Tor, mach das doch! Oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Alter Gunnar. Was war das denn? Wenn das jetzt noch ein Tor für Fabian wird, ne? Das ist so wie beim Super Bowl, wenn man in der Red Zone ist und fumbelt und einen Gegentouchdown kriegt. Schaff ich natürlich nicht. Mal sofort auf die neue Situation. Boah, Glück gehabt. Wow. Item und... Ach. Auch hier, ne? Eigentlich eine super Situation. Schön. Bam. Das ist jetzt Pech. Er macht alles richtig. Wenn er Mario trifft mit dem grünen Panzer, Gunnar macht alles richtig, dann macht er den Superschuss und wenn er es gut timet, liegt da 3-2 vorne. Und das ist jetzt einfach nur Pech. Guckt euch das mal an. Mario macht dann so einen Breakdance-Schritt und wird nicht getroffen. Das rettet Fabian in dem Moment. Ich weiß gar nicht, ist er bewusst ausgewichen? Oh, also eventuell hat Fabian den bewusst sich aus der Schussbahn bewegt, dann war das Weltklasse. Weil sonst hätte Gunnar hier freie Bahn und so kann er ihn tackeln. Hab den Versuch gecheckt. Und geht direkt in die Offensive. Das macht Fabian echt gut. Hat gerade seinen Tod verloren. Unten. Jetzt aber. Rad auf! Ja, diese die Direktschüsse fehlen. Alles gut, du hast den Ball, Jesus. Verteidigt. Wer hat denn den? Ich raff nichts mehr. Das ist echt so. Der kleine Tor. Oh Mann, was für eine Flanke, ey. Der Ball hatte den Ball. Items, wieder das Item nicht. Irgendwie weicht keiner aus immer, ne? Oh. Ui. Todd weiß halt auch nicht so richtig, wie man schießt. Ja. Jetzt aber mach ihn. Sammelt er das scheiß Item nicht ein? Er nimmt es. Ja. Oh! Was ist das? Also, ich bin. Für die Spannung bin ich natürlich für Gunnar, weil ich will noch ein Entscheidungsmatch sehen, tatsächlich. Aber die sind beide schon auf einem guten Niveau. Die lilanen Itemboxen können auch nur vom lila Team genommen werden. Ja. Ja, okay. Stark. Und wieder der typische Gunnar-Move. 2-0 aufgeholt. Ist nicht Shaquille O'Neal, der alle seine Punkte aus einer bestimmten Zone heraus macht. Jetzt krieg ich vielleicht auch ein Item hingeworfen. Du hast richtig viele Items die ganze Zeit gehabt und du hast sie auch genutzt, du weißt es. Ja, weil ich sie eingesammelt habe, aber nicht, weil sie bei mir hingeworfen werden. Naja, und das ist deine Chance, dass dann dein... Wie geil Fabian hadert. Die Schuld beim Spiel sucht. Torwart. So, Gunnar wieder mit einem guten Item. Ja, das macht er gut. Oh, schöne Idee. Das macht er gut. Nachschuss. Jetzt an der Stelle nochmal. Ja, stark. Aufgeholt. Got it. Goodie. Da ist er doch. Da ist er. Dallas. Und jetzt wird Fabian nervös. Das stimmt. Fabian ist ein bisschen pisst auch tatsächlich. Alles gut, konzentriere dich auf das jetzige. Das später ist von. Das ist auch ein Fehler vom Mindset, ne? Wenn du, wie Fabian, du führst 2-0 und so weiter. Und man hat ja auch an seiner Faust gesehen, nach dem frühen 1-0 und so weiter, da ist auch Anspannung drin. Er will das auch gewinnen. Er hat den Joker gesetzt. Und dann fängt er an zu hadern. So, das sieht man auch bei Tennisspielern oft. Das ist, dann fängt er an, äußere Einflussnahme zu beklagen. Das Spiel gibt Gunnar die Items, der bevorteilt Gunnar. Ich bin in einer nachteiligen Situation. Und dann kassiert er das 2-1, das 2-2, das 2-3. Und jetzt aus diesem Loch, das er sich selbst gebuddelt hat, wieder rauszukommen, zur eigenen Stärke zu finden und das auszublenden, was er hier am Hadern ist, das ist nicht so leicht. Und
mal gucken, ob er sich daraus wieder befreien kann. Anders. Neu konzentrieren. Schön. Oh Gott! Wollte ich nicht. Egal. Oh, der Torwarter schon. Ja, das, der ist safe, ja. Eine Minute noch. Brunner wieder ist schön, stark. Wow. Das war wieder genau sein Move. Er will aber da hat durch wie ein Mario gut probier, aufgepasst. Probier's. Er will wieder in seine Zone rein. Frings. Keine Ahnung. Schießt direkt. Oh, das kann teuer werden. Er muss diese Bälle, das muss er erkennen, das erwarte ich von ihm als Weltklasse-Spieler. Da, diese Situation muss er erkennen. Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige. Ich komme hier so leicht. Aber man sieht es, weil wir machen es nochmal so. Ihr werdet sehen, was das Problem ist jetzt. Zack, er muss jetzt. So, jetzt kriegt er den Ball. Und jetzt, er spielt ihn zurück und er macht das richtig. Und er muss ihn jetzt direkt nehmen, weil es gibt keine Absicherung mehr hinter Peach. Bowser hat, man sieht, wo Bowser hinguckt, der sieht ihn schon, hat ihn schon eingeloggt. Und wenn er ihn jetzt nicht direkt nimmt und kriegt das Tackle, dann hat er alle Spieler vorne und Fabian kann mit zwei Spielern kontern. Und das ist, der muss den Schuss direkt nehmen und zwar ins lange Eck. Oder alternativ vielleicht irgendwie hoch Mario anspielen, in der Hoffnung, dass der an den Kopfball kommt. Aber das, was er jetzt macht, ist die falscheste aller Entscheidungen. Keine Ahnung. Bam. Er nimmt den Ball an, Bowser kommt. Er verliert das Tackle. Ihr seht, jetzt in dem Fall wäre Mario frei gewesen, hätte ihn auch direkt drüber spielen können. Oder schießen, verliert den Ball und Bowser läuft mit Unterstützung von dem oberen Mario allein aufs Tor zu. Oder was? Ja, drei das gegen. Zack. Es ist einfach. Ach, Mensch. Ja, schafft er aber. Nee, schafft er nicht. Das ist pures Glück. Und das. Ach, Mensch. Fabian schießt wenigstens. Super, dass das macht. Aber da hat er eine Riesenchance vergeben. Also, das kann man besser lösen. Da geht er mit. Was? Im Prinzip jetzt hat er jetzt drei Optionen. Er kann Toad anspielen. Er kann nochmal nach oben und wieder nach unten spielen und versuchen, dadurch diesen One-Timer-Schuss zu machen. Er kann irgendwie auch Mario mitnehmen, aber er schießt aus einem schlechten Winkel. Aus der Position ins kurze Eck zu schießen, hat er sogar die Zeit, nochmal irgendwie sich leicht zu drehen und den quasi so anzuschneiden, ins lange Eck zu schießen oder hier Toad mitzunehmen. Boah. Und das ist lame. Also, das ist einfach lame. Und das ist mit Sicherheit auch ein Stück weit darauf zurückzuführen, dass er so viel gehadert hat und nicht im Spiel ist und ihm fehlt das Selbstbewusstsein und die Ruhe, sonst hätte er das anders gelöst. Nee, ich hab nicht. Zu nervös. Zu schwach, zu nur nervös. Angetippt. Du kriegst den jetzt so roten Panzer die ganze Zeit. Einer. Geh ich den Weg. Ja. Oh, das war Pech. Das war richtig Spalt. Pech. Oh, super, okay. 3-3, Alter. Huiuiuiui. Und jetzt wird Fabian nervös. Eieiei, das ist wirklich. Ich bin auch wieder aufgeregt jetzt. Ich bin auch schon wieder aufgeregt. 27 Sekunden auf der Uhr. Bei Gleichstand wird Golden Goal gespielt. Oh, wow. Das war aber stark von Gunnar. Das war stark gemacht. Das war Pech dabei. Und jetzt. Wow. Alter. Jetzt ist Crunch Time. Nein, steh im Weg. Ja. Wow. Alter, ihn sicher. Jetzt Gunnar will die Verlängerung, glaube ich. Er will jetzt nichts mehr riskieren. Schön. Hat kein Item. Starker Move. Der geht rein. Oh, was ein Pech für Fabian. Oh, und sein Gesicht. Guckt euch mal hier. Da. Es tut mir leid. Aber das Gesicht sagt alles aus. Alter Schwede. Also ich muss sagen, da hat Fabian echt Pech gehabt jetzt am Ende. Hat eine gute Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Und das ist jetzt ein völliger Lackschuss von Gunnar gewesen. Das ist wirklich Pech. Oh, der letzte Kandidat! Was war das denn? Da ist schon Aspraller. Das ist das Gruppglück. Können wir das nochmal sehen, das Tor oder was? So, jetzt. Okay, wer fälscht ab? Bowser fälscht ab? Bowser? Nee. Wer fälscht ab? Toad oder wer? Hey. Wer fälscht ab? Ah, das funktioniert nicht, so wie ich mir das vorstelle. Ja, da wird Toad, da sieht man, jetzt fällt Toad um. Toad fällt Toad um. Ja, da ist der Abfälscher. Oh, was ein Pech. Also erstmal das Tackle. Guck mal, oh, ist das Pech auf allen Ebenen. Hier unten, das ist Mario. Der slidet mit seinem Tackle unter, ich weiß gar nicht, ob
das die Schussbewegung ist, ich glaube ja, Schussanimation ist. Oder ob er ihn weggetackelt hat zu spät. Jedenfalls slidet er irgendwie unter ihm durch. Toad kriegt das Ding an den Kopf. Der Torwart steht einen Tick zu weit draußen. Oh, es ist bitter. Und die Kugel fällt hinten ins Netz. Erwischt noch. Ach Gott im Himmel. Ist das Pech. Und oh Mann. Okay. Ja, ein bisschen Pfiff für das Tor. Wow. Das so, noch drei Sekunden auf der Uhr. Fabian, jetzt unmöglich ist das übrigens nicht, ne? Zwei Sekunden. Sein als er. Unmöglich ist nichts. Oh, er schafft's nicht. Schön. Damit Gunnar Krupp gewonnen. Jetzt greift aber die Loser-Brackets-Regel. Ja, denn muss Gunnar noch muss ja noch ein Spiel gewinnen, um tatsächlich diese Disziplin abzuschließen. Die also perfekt. Jetzt kommt das eigentliche Finale. Gunnar hat jetzt nur seine Niederlage von vorher ausgeglichen. Jetzt kommt das Finale. Ja. Aber allein dieser Kampf, dieser Leidensweg. Gunnar, Alter. Schlecht. Das ist halt schade, das Spiel bestraft einen dafür, weil man am Anfang super gut spielt. Du hast es ausgesucht, Fabian, ne? Das weißt du vielleicht. Ich mach wiederholen. Gut. Ich werde jetzt einfach nicht mehr so gut spielen am Anfang, dann mache ich halt auch so Billotor. Ey, dieser Frust, ne? Dieses Hadern, dieses die Schuld beim Spiel suchen und so weiter. Das führt dich nicht in einen guten Ort mental. Das ist. Am Ende wie du dann. Ist so. Gunnar, Confidence. Take your confidence. Die gleichen Teams, gleichen Farben. Die Entscheidung in 4 Sprintpass. Minuten. Sprintpass. Das Ding ist ein Sprintpass. Egal, du bist da. Erster Schuss von Fabian. Gut gemacht. Ist wichtig. Oh, starkes Tackling. Super. Ja. Oh, das hat er gut gemacht. Robert. Also, er ist auf jeden Fall direkt wieder im Spiel. Frag mich, ob das fürs Team im Hintergrund auch spannend ist oder ob sie nur unsere komischen Gesichter sehen und nicht. Super gespielt. Das war ein richtig guter Spielzug. Den gucken wir uns nochmal an von Gunnar. Wie er den schön hinten rausspielt, schön quasi die Querfässe. Team im Hintergrund auch spannend. Bam, mitgenommen, bam. Und jetzt direkt genau. Ach, super, ein Traum. Ich hätte ein Tor verdient gehabt. Es geht hier wirklich um viel. Was reden Sie? Dieser eine Punkt für Gunnar zwischen ersten und zweiten Platz könnte die Entscheidung sein. Stark. Das wäre ein Tor. Auch das wieder stark von Gunnar. Zwei richtig starke Aktionen. Oh, Chaos. Keeper. Warum hat er den nicht? Oh, das wäre ein Ausweichding, ne? Ja, wollte ich auch. Denk an die Dinger. Hab da auch gar nicht drauf. Du hast ein Item? Ja, wollte ich nicht. Oh. Kam das Tackling eigentlich schon zu spät? Schön. Okay. Jesus, oh, jetzt die Chance für Fabian! Stark! Aber auch da Pech, dass der Abpraller nicht mal vor die Füße von Mario fällt. Plus zwei Items. Sehr gut gemacht, aber es reicht nicht. Oh! Shit, Alter, das wäre fast ein Überschuss. Okay, auch das ist eine Riesenchance gerade für Gunnar. Jetzt hat er den roten Panzer. Wow. Man sieht die Qualität, man sieht den Respekt voneinander. 1,5 Minuten vorbei. Jetzt auch ein grüner Panzer bei Fabian. Den setzt er gut ein, aber Gunnar kontert das super. Fast ein bisschen früh eingesetzt von Fabian. Man sieht Fabian nervös. So hat der Gunnar und Schuss. Ich check gar nichts. Mit Ansage. Es ist immer dasselbe Tor, was Gunnar macht. Immer. Oh, das ist 1-0. Du musst dir einen neuen Move überlegen. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Haben wir schon oft gehört, aber ich dachte, man macht so. Nee, aber den schon ein paar Mal gesehen, ja. Du musst einen neuen machen. Den? So einen den hier. Ja, hab ich gerade gemacht. Achso. Der ist sogar eingefärbt, okay. Da die Zone. Aber das war ja seine Strategie, hat er gerade gesagt. Okay, jetzt holt er sich das Item, setzt es aber sehr früh ein. Zu früh. Ah, ne, er hat es noch. Das war ein Fehler. Ich habe gedacht, er hat das Item eingesetzt. Jetzt hat er es eingesetzt. Okay, er benutzt es nicht. Jetzt hat er die Chance stark. Schön, ruhig. Aber ich bin der Meinung, Fabian hat sein grünes Item gerade verschwendet. Also, das jetzt Gunnar. Nicht immer, aber häufig setzt er das eben sehr gezielt ein und weiß auch genau, wann er es einsetzen will. Warum Fabian da sein Item gerade durch die Gegend geschleudert hat, das kann ich mir nicht erklären. Das muss der Frust sein. Er setzt die nicht präzise strategisch ein. Er arbeitet nicht quasi mit dem Skalpell, sondern er arbeitet mit der Keule und schwingt sie wild und hofft, dass er was trifft. Das ist. So kannst du nicht gewinnen. Papa, Keeper, wie er nochmal zurückgeht. Oh, I'm out. Rein. Schön. Ja. Nachschuss! Alter, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Alter, er hat ja seine Momente, hat den Nachschuss. Genau, aber auf den scheiß Torwart, ey. Schön. Item. Muss Gunnar sein Item nutzen? Macht er nicht. Jetzt hat er zwei gute Items. Jetzt hat Gunnar zwei gute Items. Nee, die Banane ist schon weg. Wo ist sie geblieben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich am anderen Spielfeldrand oder so.
Die Banane ist weg, aber er hat den roten Panzer. Jetzt wollen wir mal schauen, wie er ihn jetzt im Angriff einsetzt. Und Fabian hat die Bombe als Verteidigungsitem. Mal gucken, was jetzt passiert. Er nutzt ihn einfach nicht. Gut, das war jetzt sehr knapp, aber da... Bowser ist so ein bisschen langsam da auch an der Stelle. Ich hätte so gewünscht, dass er reinrollt, ne? Notfall-Item. Stark. Oh, das ist Pech. Das ist einfach Pech. Das kann nicht sein. Und jetzt Sona, der Gunnar, lebt nicht auf. Oh Mann, was schmeißt der da jetzt weg, der Gunnar? Was schmeißt der da weg an Chancen? Oh, was schmeißt der da weg? Notfall-Item, wenn du hast, wenn du brauchst. Janina ist einfach überhaupt nicht... Oh, oh. Also erstmal, Janina ist sowas von parteiisch. Und das war jetzt wieder... Also das, Gunnar lässt Sachen liegen, Fabian hat Pech gerade. Also viele Schüsse, auch Nachschüsse. Jetzt auch gerade wieder kurz vorm Superschuss geblockt worden. Aber Gunnar nutzt dieses Pech, was Fabian hat, nicht aus. Da ist er in den Hypermode gegangen. Schön. Fuck. Schönes das Item von ich Fabian. Gemetzelt hier. Ja, egal. Fucker. Item, wenn du, also dann ja. Gewonnen. Sorry. Ich will es nicht die ganze Zeit so dumm reinwerfen, aber es ist halt für Notfall. Schön. Oh, stark. Ausgleich. Das ist verdient. Ich hab gar nicht hingeguckt. Ich dachte, ey, Todd war so nur mit seinem Kopf nur noch da. Und ich dachte, warum geht niemand Aber das hat er sich verdient, der Fabian. Doch, muss ich wirklich Ausgleich, sagen. Oh sehr, Gott. Sehr gutes das Item. Ist das und jetzt... Spiel ah, heute. Schade. Oh, komm, das macht alle oh, die Idee war nicht schlecht. Ah! Jetzt kann jedes Tor das letzte sein. Hat er gegen Pfosten. Mach ruhiger, Mann. Ja, stark, 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 stark. Und jetzt. Okay. Nee, oh, was ein Glück. Wow, in letzter Sekunde. Das ist das kann es gewesen sein. Ja. Drin, 2-1. Und ich glaube, Gunnar hat keine Items mehr. Es ist kaum noch Zeit auf der Uhr. 23 Sekunden. Gunnar hat ein rotes Item. Das ist verdammt schwer. Also entweder er geht jetzt. Zündet das rote Item, versucht 2-3 Meter nach vorne zu kommen und zieht direkt ab, aber das wird vermutlich nicht reichen. Oder er passt nochmal nach hinten, versucht die Verteidigung ein bisschen nach vorne zu locken, dass ein bisschen Lücken entstehen, zieht dann das Item, und aber das ist zeitlich schwer. Doch, machbar, mein Kritik. Mach meinen Move. Ja! Ja, er versucht Ersteres und das, genau das meine ich. Gesagt, was ich gesagt habe, er zündet das Item, geht nach vorne, aber die anderen sind ja da. Die sind zu dicht dran. Also du kannst ihn nicht aufladen, das Item nutzen, das aufladen. Das war zum Scheitern verurteilt. Scheiße, Alter. Jetzt noch ein Item, eine Bombe noch. Die musst du auch jetzt gut die Bombe nutzen. Ach. Nee. Bowser, steh doch auf. Gunnar hat jetzt auch den Überblick verloren. Er nutzt die Bombe nicht. Er nutzt sie nicht. Warum nutzt die Bombe nicht? Ich versteh's nicht. Oh, scheiße. Das war jetzt der Spielzug. 3-1 und vorbei. Und Käufer holt sich das Ding. Verdient. Aber ich muss sagen, das, oh Gott, das ist auch wirklich die Erleichterung gerade. Also ich finde, Fabian hat es auf jeden Fall verdient. Er hat echt gut gespielt. Aber Gunnar hat es auch ein bisschen am Ende weggeworfen. Er war zeitweise super präzise mit den Items, wusste genau, wie er sie einsetzt, nämlich im Angriff, wenn er in die Zone rein will, in die Zone der Gunnar. Und das hat er am Ende einfach nicht mehr gemacht. Er hat den Überblick verloren mit den Items. Das Spiel ist super chaotisch, es ist unfassbar schwer und bedarf auch viel Übung, dass man in diesem Chaos noch ein Item-Management überhaupt geschissen bekommt. Das ist super schwierig. Deswegen überhaupt kein Vorwurf. Aber genau das hat er ja auch schon mal besser gemacht. Und wenn er das am Ende beibehalten hätte, glaube ich, hätte er gewonnen. In dem Fall ist aber Fabian auch, finde ich, ein verdienter Gewinner. Das war echt. Wow, was für ein Kampf. Gunnar, das war Hammer. Das war crazy. Ich wäre auch richtig sauer gewesen, wenn ich verloren hätte. Weiß ich. Ja. Nochmal von unten, vom Loser's Bracket nochmal hochgekämpft und geschlagen, aber dann nicht zugemacht. Gut, stark. Aber du hast es auch echt gut gemacht, Mann. Respekt, ey. Respekt. Lass uns mal wieder auf unsere Plätze setzen, dann können wir mal angucken, wie eindeutig besser in dem Spiel. Jetzt der Punktestand tatsächlich aussieht. Das war Mario Strikers. Was für eine Tour de France, die wir hier gesehen haben. Bild, ich bin auch echt fertig jetzt. Also Fabian ist natürlich super jetzt. Gewonnen. Du darfst ab jetzt moderieren, bitte. 6 Punkte dazu. Das sieht doch schon viel besser aus. Ich mache kein Geheimnis daraus. Das war das Spiel, von dem ich dachte, dass ich es gewinnen kann und vielleicht auch werde. Und der Fall ist auch eingetreten. Was dazu führt, dass wir bei der Punktevergabe jetzt eine kleine Überraschung erleben werden, die gar keine Überraschung ist. Aber wir fangen unten an. Florentin, wie war es bei dir? Ja, korrekt. Fußball ist nicht so ganz mein Ding. Ich konnte mich nicht so gut vorbereiten. Ich habe nichts gesehen. Keine Äxte, keine Ritter. Null Punkte für mich.
Schade. Wir gucken mal, ob du im letzten Spiel die Chance hast, die Röhre dann noch aufzufüllen. Ich habe ein bisschen Rücksicht genommen auf die Produktion, weil mir gesagt wurde, wir haben keine längere Röhre. Ja. Deswegen dachte ich, nehme ich jetzt mal zurück, irgendwie, damit wir jetzt hier nicht irgendwie dumm dastehen. Deswegen hier erstmal 0 Punkte, ganz locker. Auf dem Trittplatz. Du hast stark gespielt, finde ich. Du hättest da auch durchaus auf einem besseren Platz landen können. Leider am Ende dann doch nur dritte Platz. Das heißt, einen Ball für dich an dieser Stelle, Janina. Alles klar. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit meiner Leistung, auch wenn es am Ende hätte mehr sein können. Aber ich bin sehr Janina und ich bin cool damit. Ein Ball. Dann Gunnar, super gut gespielt. Ja, wir haben drei Mega-Matches gehabt in dieser Partie. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Das heißt, super wichtige Punkte. Ja, jetzt hier für dich, aber dennoch, ja genau, sehr, sehr wichtige Punkte. Ich meine, im Florentin ist hier mit 0 gerade raus. Das heißt, du schließt auf, hast jetzt 12, ne? 12, ja. Ja, und dann, das ist natürlich mein einer großer Moment, den ich in dieser Staffel... Muss ich mal ganz kurz rechnen. Florentin hat 16, oder? Gunnar hat 12. Wenn Gunnar den Joker einsetzt, kann er 6 Punkte machen. Dann wäre er bei 18. Dann könnte Florentin maximal auf 18 kommen, wenn er Zweiter wird. Also ist eigentlich fast egal. Weil Gunnar wird eh den Joker setzen, um es selbst in der Hand zu haben. Er hat ja auch bewusst bei dem Spiel, wo er eigentlich gut ist, den Joker nicht gesetzt. Jetzt eben bei Smash Soccer hätte er ihn ja auch schon setzen können. Das heißt, er wird wahrscheinlich wissen, ich weiß nicht, was als Letztes kommt, aber er weiß es ja. Das heißt, wenn er dann gewinnt, er kriegt 6 Punkte, ist er bei 18, dann müsste Florentin Zweiter werden, dann wären sie punktgleich. Wenn Florentin schlechter als Zweiter wird, dann hätte Gunnar gewonnen. Wenn Gunnar nicht Erster wird, dann kann er eh nicht mehr gewinnen. Und für den Fall, dass er das Match gegen Fabian gerade gewonnen hätte, dann wäre er jetzt bei 13. Sehe ich das richtig? Dann hätte er Erster werden müssen, um auf 16 zu kommen und darauf hoffen müssen, dass Florentin Letzter wird. Und dann ist es, deswegen ist es gar nicht so entscheidend, dass er jetzt gewonnen hat, wenn ich das jetzt mal auf ein Dings durchrechne. Tini hat 17 sogar. Dann ist es nochmal was anderes. Dann tut's doch weh. Dann tut's doch weh. Weil wenn Gunnar jetzt das letzte Spiel mit Joker gewinnt, kriegt er 6 dazu. Ist aber 18 und Tini ist bei 17. Das heißt, Tini reicht ein dritter Platz zum Gleichstand und ein zweiter Platz und Gunnar kann gar nichts mehr machen. Okay, das heißt, Gunnar hat sich da die Chance genommen, aus eigener Kraft, unabhängig von dem, was Tini macht, noch zu gewinnen. Also tut das doch schon weh. Okay, also dieser eine Schuss von Fabian kann theoretisch wirklich noch mal wehtun am Ende. Jetzt noch haben, werde ich gewinnen. Ich habe natürlich meinen Joker verwendet, der hier irgendwo noch dahinter steht, schön. Wenn man ihn sehen kann. Den habe ich benutzt. Das heißt, ich gehe hier mit 6 Punkte raus und schiebe mich, schiebe ich mich da jetzt schon mal auf den dritten Platz vor. 4, 10. Ja, Applaus für den Käufer. Easy, sagt er da. Du hast das für easy. Im vorletzten Spiel den Joker in der Rückhand gehalten. Und du hast das Spiel gepickt. Es war, glaube ich, dein erster Pick, Manu Strikers. Du wolltest unbedingt spielen. Wir haben es gespielt. Du hast abgeliefert. Du spielst den ganzen Tag. Glückwunsch. Du spielst den ganzen Tag. Ja, da sieht man es nochmal. Okay, hätte ich auch warten können mit meiner Analyse, bevor ich das hier gesehen habe. Aber okay, ist ein 5-Punkte-Unterschied. Da sieht man es nochmal, Gunnar holt 6, wenn er den Joker einsetzt und gewinnt, ist er bei 18. Und wenn er den Punkt noch geholt hätte, wäre er bei 19. Und dann hätte Tini nichts mehr machen können, selbst als Zweiter. Und Gunnar muss ja so oder so Erster werden, das ist total irrelevant. Er muss eh Erster werden, deswegen ist es auch egal, ob er den Joker einsetzt oder nicht, weil wenn er nicht Erster wird, ist eh vorbei. Und dann hätte quasi Florentin machen können, was er wollte. Er hätte höchstens auf Gleichstand kommen können, dann hätte es irgendein Stechen oder sowas wahrscheinlich gegeben. Und jetzt hat Tini es in der eigenen Hand. Ist scheißegal, was Gunnar macht. Das muss Tini nicht interessieren. Natürlich schon ein Unterschied. Dankeschön. Das heißt, wir haben noch ein Finalspiel offen, was jetzt wahnsinnig spannend wird. Theoretisch kannst du noch Florentin überholen. Ich nehme den Joker. Du könntest rein theoretisch mich noch überholen. Ich könnte Gunnar noch überholen. Das heißt, wir sind noch super viele spannende Konstellationen möglich in dem großen B-Finale nächste Woche. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Das war es mit Folge 7. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war mein Triumph bei Mario Strikers. Wenn ihr noch mal sehen wollt, was in den vorherigen Folgen passiert ist, dann guckt einmal hier. Oder schaut doch auch mal in die alten Staffeln rein. Da habe ich gehört, hat Gunnar ganz gut abgeschnitten. Das könnt ihr euch hier unten angucken. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist eigentlich ganz gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ich muss jetzt gar nicht mehr viel analysieren. Ich habe, glaube ich, schon währenddessen viel dazu gesagt. Das war B-Folge
7. Wir müssen uns gedulden bis zur Folge 8, bis wir endgültig wissen, wer wie viele Punkte hat, wer am Ende gewinnt, wer Zweiter, Dritter, Vierter wird. War sehr, sehr spannend. Die Folge hat mir richtig gut gefallen, sehr, sehr spannend. Und das war's von mir. Ich freue mich über Kommentare unter diesem Video. Wir sehen uns dann bei Folge 8 spätestens. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.